Also, einen wunderschönen guten Abend hier zur Diskussionsrunde auf dem Star Citizen Blog. Mein Name ist wie immer Jesse Blue und ich führe euch hier durchs Programm. Jetzt solltet ihr eigentlich schon sehen, dass Röders schon da ist. Den sehen wir jetzt noch nicht, das gucke ich mir gleich an, warum wir den Chat noch nicht sehen von Discord oder den. Ja, hallo Röders. Hey, grüß dich. Ja, irgendwie sehen wir hier noch nicht, irgendwas funktioniert noch nicht mit dem Overlay, aber man hört dich auf jeden Fall schon. Guck mal schon mal auf die Agenda für heute. Und zwar werden wir uns zuerst natürlich Calling All Devs anschauen vom Montag. Die vier Fragen oder fünf Fragen. Dann haben wir natürlich die Vulkan, da werden wir drüber sprechen, von gestern, die Terrapin auch von gestern. Und dann natürlich heute Spielmechanik und KI in Reverse Diverse. Das kam ja heute wieder 17 Uhr schon. Also ja, gucken wir mal, wann wir es mal wieder in der Sendung haben können. Jetzt haben sie ja die letzten Wochen immer das aus ja, Frankfurt oder England gesendet und von daher kam es hier dann schon entsprechend früher. So, jetzt gucke ich mal, ob ich hier das Overlay wieder zum Laufen kriege. Mal gucken. Das ist heute etwas sperrig. Das mag einfach nicht. Okay, gucken wir einfach mal. Röders, noch irgendwas anderes diese Woche passiert, was du, wovon du noch berichten möchtest oder was mal Themen noch aufnehmen sollten? Also eigentlich ein Thema, wo ich dich auch ansprechen wollte, weil sich's bei mir am Dienstag eben wieder ergeben hat, dass es zum Thema geworden ist. Das war diese Geschichte, also eigentlich eine eher ein bisschen eine persönliche Sache. Und Ja, hau raus. die Realität ist, dass für 3.0 sehr viel versprochen worden ist und natürlich 3.0 auch mit all den Updates und Performance-Sachen nur ein Rumpf-Ding ist quasi und wo einfach viele Sachen nicht so hinhauen, wie man es vielleicht gerne hätte oder sich vorstellt und gerade im größeren Gefüge komplett irreal in Wirklichkeit, da ist es zur Diskussion gekommen, dass halt dann wieder halt sich halt sozusagen sich einige im Forum halt wieder sehr, sehr einig sind darüber, wie schlimm das nicht mit CRG ist und was für eine furchtbare Sache, bla hin und her, weil 3.0 nicht spielbar ist und was soll man tun? Und dass auch die PU die jetzige ein Testuniversum ist und natürlich, wenn neue Sachen eingebaut werden, dann geht es jetzt nicht Risikobewertung, will ich weniger Bugs haben, sondern da geht es primär darum, den nächsten Schritt neuen Content, Technologie und anderes krasses Zeug, was zum Laufen zu bekommen. Und dann muss man natürlich das Risiko in Kauf nehmen, dass andere Dinge, die vorher funktioniert haben, plötzlich nicht mehr funktionieren. Also dass es nicht ein stetiges nur nach vorne ist, sondern bei so einem Development auch irgendwann der Punkt kommen kann, wo es sagt, okay, jetzt geht's mal gefühlt, bam, Jahre zurückgesetzt fühlt man sich im Endeffekt. Und dass man sagen muss, wenn man so unglücklich ist darüber, über das, wo man sagt, okay, mich pisst etwas an, okay, das ist so, aber wie hoch war deine Erwartungshaltung, welche Qualitätsstandards bist du eigentlich gewohnt bei Computerspielen, würde ich mal eher behaupten. Und die sind eigentlich sehr hoch. Also die meisten Spiele, die ich spiele, die funktionieren eigentlich im Normalfall wirklich sehr gut. Und Spiele, die so halbwegs schlecht funktioniert haben, sind relativ schnell gestorben. Das ist meine Erfahrung mit Gaming halt. Und Blizzard, die halt immer so richtig Qualität abliefern, die Spiele gibt es immer noch. Alle. Alle ihre Spiele kannst du heute immer noch spielen, quasi. Im Großen und Ganzen. Vielleicht Remastered-Versions und sonst irgendwie. Aber da ist kein Spiel von denen abhanden gekommen, weil es jedes einzelne ein gutes Spiel geworden ist. Und sowas hätten ja die Leute gerne im Endeffekt. Also im Endeffekt hätten ja die Leute gerne etwas, was wirklich, wirklich gut funktioniert und im Alltag nicht nur Murkserei ist, weil solche Spiele kennt man halt. Da gibt es dann, da geht es auch nicht so leiwand weiter oft. Und wenn dann eine, und es werden Szenarien nachgelebt quasi in einer Alpha-Phase,
die ich gewohnt bin, wenn ein Spiel rauskommt und es zeigt sich, die Developer waren überfordert und haben einfach nur halbart abgeliefert oder einfach Geschichten druckt, damit sie ihr Spiel verkaufen im Vorverkauf. Und dann, bam, ja, ist halt nichts, ne? Sondern halt irgendwas anderes im Normalfall. Und das führt ja auch, das haben wir auch in der Sci-Fi-Bla mitbekommen hier in letzter Zeit, in den letzten Jahren eigentlich. Und Sorry, das oh, ich weiß, sorry, ich habe das vollkommen danke, ausgenommen. danke für deinen Monolog. Da konnte ich ja noch ein bisschen auf die Technik schauen. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Hier gucken wir mal so ein bisschen. Also, ja. Was ich dich dann fragen wollte, ist Genau, dieser was war, der worauf Punkt, wolltest du worauf ich eigentlich hinaus, hinaus? damit du den Diskussionsbogen kriegst, von dem ich dann am Dienstag da. Und der Punkt ist im Endeffekt derjenige, dass man sagt, wenn man die Nase voll hat, dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht wütend, weil alles vorbei ist, sondern ich weiß, es braucht Zeit und ich distanziere mich und ich schaue mir mal einen Monat lang keine Sachen an oder ich schaue mir nur ATVs an oder ich beschäftige mich nur mit dem ATVs, was abgeht, aber ich muss es nicht unbedingt spielen, weil es gibt ganz, ganz viele Spiele da draußen, die man spielen kann, die auch wirklich toll sind und gut sind. Aber in die Kategorie passt Star Citizen nicht hinein. Und wenn man etwas will, das wie ein fertiges Spiel ist, sollte man meiner Meinung nach das Spiel nicht spielen. Oder sich eben mit Star Citizen, ja, pausieren. Und ich meine, du bist ja eigentlich einer, der extrem tief drin war, super mega early, ganz viel gemacht hat und dann irgendwann eine Pause gebraucht hat. Und du hättest dann auch alles niederbrennen können und nie wieder zu sehen sein können. Aber du warst angepisst, das hat man gemerkt, aber du hast nicht Und andere warte, Leute das runtergezahlt. wo war ich Ja, angepisst? es hat Probleme gegeben, da warst du enttäuscht, sagen wir es mal, einfach simpel mit den Entscheidungen, die gekommen sind. Aber du Also hast. da interpretierst du jetzt etwas rein, was ich jetzt nicht so. Was nicht so war, aber das ist Du jetzt, warst nicht also mehr so so muss unglaublich man, nüchtern. also ich verstehe jetzt aber, worauf, ich muss ja erstmal verstehen, wovon du überhaupt redest. Ich glaube, so ging es auch den Zuschauern, Zuhörern, ein bisschen, wenn ich den Chat so verfolge. Das ist nicht so ganz klar, worauf du hinaus willst. Okay, also Ich will darauf hinaus im fassen wir Endeffekt. nochmal ganz kurz zusammen. Es geht darum, du hast halt so das Gefühl, es wird viel rumgejammert und so weiter, und dass der Stand nicht so gut ist und dass 3-0 nicht das gehalten hat, was man mal vor 1,5 Jahren gesagt hat, wenn man die Liste sich gegen das anschaut, was jetzt da ist. Und dass du gerne den Spielern, die rumheulen, sagst, hey, wenn das im Moment nicht eures ist, macht doch einfach mal eine Pause und in einem halben Jahr oder ein Dreivierteljahr sieht alles viel besser aus. Richtig? Ja, im Großen und Ganzen. Je nachdem, weil bevor man quasi so die miese Laune raushängt, kann man sich ja echt überlegen, vielleicht ist die ja nicht, vielleicht ist ja noch nicht aller Tage Abend, vielleicht ist ja noch gar nicht entschieden, dass das Spiel, wie bei, normalerweise, wenn wir ein Spiel in die Hand bekommen, sind die Developer schon längst nicht mehr dort arbeitend. Die haben eine kleine Crew, die Fixes macht, aber die normalen Developer sind nicht mehr angestellt bei einem normalen Computerspiel. Zu dem Zeitpunkt, wo wir es dann mitbekommen, das Spiel, gibt es nicht einmal mehr die Chance, substanziell was zu verbessern, weil die Leute nicht mehr da sind. Weil die schon längst am nächsten Projekt arbeiten. Und dass man das eine Szenario Star Citizen nicht mit den Erlebnissen wiederholen sollte, die man quasi schon hat, das ist einfach unfair, weil die Developer, es werden immer mehr Developer und nicht weniger. Es wird immer mehr hineinkommen und nicht weniger. Okay, das war der Punkt. So, also, jetzt habe ich weiß nicht, warum das hier alles kaputt war. Vor 15 Minuten sah das noch alles super aus. Aber irgendwas ist in den letzten 15 Minuten kaputt gegangen. Sowohl der Chat hat nicht funktioniert, die Anzeige, das Discord-Anzeige hat nicht funktioniert. Hat man den Invite-Code nicht gesehen. Also, okay, also, ja, ich denke mal, Röders, wir können da vielleicht ganz am Ende dann nochmal, wenn du da noch mehr
über das Thema sprechen möchtest, Enttäuschung und so weiter. Also das kann man sicherlich am Ende nochmal reinnehmen. Ihr könnt natürlich wie immer auch hier mit dabei sein im Discord und mit uns hier diskutieren. Den Invite-Code für die Discord, für den Channel seht ihr da oben, oben rechts. Und ja, das ist die Einladung dazu. Ja, dann lass uns mal zu der Agenda kommen, also zum ersten Punkt hier, Calling All Devs, werden wir darüber als erstes sprechen. Und ja, da gab es ja wieder einige Fragen. Die erste Frage, oder ja, in verschiedene Richtungen, sagen wir es mal so. Erste Frage, dann das Org-Tool mit der guten Caitlin Monet, die, oder Monet? Die eingesprungen ist für den Chef von Turbulent, oder nicht Chef, den CTO von Turbulent, für den Benoit. Und ja, da haben wir, das ist die erste, lasse ich mal ein bisschen abspielen. Und ja, die Frage war, wie geht es mit den Org-Tools weiter? Die sollen ja, also wir haben ja schon ganz lange eigentlich dieses Versprechen, dass man Custom Row Roles in den Organisationen einführen kann und Forum und das ganze Zeug, was die Organisationen auf ihren auf den Seiten, die sie verwalten, dann machen können. Und da in die Richtung ging die Frage, und sie sagt eben, naja, sie sind jetzt erstmal dabei, sozusagen in Spectrum, das da weiter sozusagen so eine erste Version einzubauen, dass man sie überlegen sich halt auch, wie kann man eine Organisation finden, also wie kann ein Spieler, der zurzeit nicht in einer Organisation ist, wie findet der überhaupt eine Organisation, was würde eine Organisation auf diese Seite, auf diese Suche, also in dieser Suche, was sollte da angezeigt werden, und wenn man dann eine gefunden hat, was wird dann sozusagen auf dieser Homepage dieser Org angezeigt, also diese ganzen Fragestellungen. Die wollen Sie jetzt sich sozusagen mal als erstes anschauen. Was ist sozusagen diese Public, also öffentliche Ansicht, öffentliche Sicht, die man auf eine Organisation haben kann, dass man dann eben angesprochen wird als Spieler, der vielleicht beizutreten oder mehr über die rauszufinden, etc. etc. Und Ja. ja, das ist so die erste Frage und die Antworten. Ich denke, vieles von dem, was sie gesagt hat, war im Prinzip schon bekannt und ist jetzt nur die Sache, dass es jetzt in die Richtung Spektrum sozusagen reinkommt. Also wie ich das, also im Großen und Ganzen werden sie dann im Spektrum so weit sein, ungefähr, dass sie das, was das jetzige Orga-Tool kann, plus zusätzlich selbst erstellte Rollen und eine neue Ansicht von der Orga quasi im Spektrum drin, weil das jetzige ist ja noch die alte Tech, die auf der Homepage läuft. Also die Homepage ist ja so ein Kuddelgemuddel, weil ja da mehrere Generationen jetzt sozusagen, also in weiterer Folge soll ja alles im Spektrum drin landen, weil das ist ja dann doch die Oberfläche, die man dann im Spiel drin haben wird. Also in weiterer Folge wird das dann vielleicht sogar die Basis sein für die Ingame-Organisation und weitere Möglichkeiten sozusagen. Das wird halt die Doppelgleisigkeit halt, also das wäre halt schon ganz cool, wenn das so wie geplant auch funktioniert, ehrlich gesagt. Noch haben wir halt das Spektrum selber nicht im Game gesehen, also auch nicht einmal in einer Demo. Ja, das ist natürlich auch noch ein ganz wichtiger Schritt. Das würde ich auch so sehen. Gut, ich glaube viel mehr. Oder hast du noch irgendwas anderes dazu zu sagen? Sie Ich wollen uns muss. fragen, Sie werden uns fragen, das werden wir Ja. dann eh auch erzählen, denke ich mir. Also wenn Sie da Ja. irgendwas dann, das wurde Richtig, angekündigt halt, dass Sie uns fragen werden zu Genau. irgendwas. Genau, also das ist der Punkt. Sie werden sozusagen so einen ersten Wurf rausrollen und dann die Community befragen, wie gut sie das findet und dann entsprechend des Feedbacks dann weiterentwickeln, in welche Richtung auch immer das dann sein wird. Das kann dann die Community entsprechend sagen, so wie das halt beim Spectrum eigentlich auch war. Da haben sie auch immer sehr schnell auch letztes Jahr die Patches rausgehauen, die Community befragt. Und in dem Sinne wollen sie das auch weitermachen. Okay, ja, dann gehen wir zum nächsten. Da haben wir Johnny. Ach, je, was ist das für ein Name? Dass ich auch nicht aussprechen kann.
Raikiri? Naja, wie auch immer. Tech-Designer, da war die Frage, also der ist bei Foundry 42, also in England, unterwegs und der hat die Frage bekommen in Richtung magnetische Schuhe, also dass man beim EVA auf der Oberfläche von Raumschiffen so langlaufen kann. Und da hat er gesagt, ja, ich glaube, gab es das nicht auch mal? Hatten wir Ja, es das gab bestimmt? Ja, ein das Spiel hatten in wir der mal. Conny drin, konnte man Ja, MacBoots aktivieren und richtig. dann quasi wurde, ja, Und so. deswegen die Frage, kommt das wieder oder wie sieht es aus? Und da sagte halt, naja, eigentlich wollen sie das nicht mehr machen. Also sie haben sich ja jetzt eigentlich was Besseres überlegt, weil die magnetischen Schuhe, die würden ja nur auf einer entsprechenden metallischen Oberfläche irgendwie funktionieren. Aber sie haben halt auch noch Asteroiden und alles mögliche andere an Oberfläche, die jetzt nicht unbedingt magnetisch oder ja, wo die magnetischen Schuhe dann nicht funktionieren würden. Und da würden sie halt sagen, haben sie jetzt ein System, wo dann die Thruster, die man für den EVE sowieso hat, dass die dann sozusagen einem, wenn man in der Nähe von einer geraden Oberfläche ist, auf der man laufen kann, die dann einen nach unten drücken. Und dass man dann wieder mehr oder weniger die FPS-Steuerung bekommt. Ich habe da an Naruto denken müssen, wie sie da auf die Bäume hinauflaufen und dann auf Äste entlanglaufen und dann halt immer so im rechten Winkel zu egal welcher Oberfläche, über Kopf oder sonst irgendwie einfach da entlanglaufen. So ähnlich wird das werden, irgendwie, oder? So hätte ich das verstanden, zumindest. Er hat von agilerem Verhalten und Genau. also spürbar, ja. Er hat auch Schon so cool. gemeint, also wenn er, es sind natürlich verschiedene Parameter, die dann gelten. Also du kannst jetzt natürlich, also wo dieses dann funktioniert, also wenn du, ich nehme jetzt mal an, das hat er nicht gesagt, wenn du springst oder so, dann wird es nicht mehr funktionieren, dann wird es ausgeschaltet. Er zeigt das hier auch ein bisschen, wie weit man dann sozusagen auch noch einer Rundung von dem Schiff folgen kann und so weiter. Aber da gibt es sicherlich dann auch ein paar Parameter, die man noch einstellen kann. In der Folge muss man Jesse, mal gucken, wenn das kommt, ja? kannst du dich noch erinnern an diese Art und Weise, wie sie die Oberflächen um den Charakter herum gescannt haben, um sozusagen die Oberfläche zu bekommen? Die Geometrie Ja. quasi von der Bump Map und von dem ganzen Drumherum. Genau, also für alle, die es Müsste jetzt mal. nicht. Ja, das war auf der Planetenoberfläche, wenn man über dieses Geröll so drüber läuft oder in, da haben sie es jedenfalls gezeigt. Und da haben sie es ja, das wäre ja noch schwieriger, da haben sie sich ja immer zum Zentrum der Kugel ausgerichtet, da hat man ja sogar dann die Stiefel schräg gehalten. Und wenn sie mal die Logik haben, dann sagen, okay, hier gibt es keine Gravitation, sondern hier gibt es sozusagen nur das Objekt, dann würde das dann eigentlich schon so funktionieren, wie wir uns das, ja, es würde aufs Gleiche rauskommen, glaube ich. Und sie müssten halt auch nur so ähnlich scannen wahrscheinlich, weil auch Asteroiden haben ja eine sehr detaillierte Bump Map eigentlich. Das sind ja keine Klar. Kugeln in klassischer Hinsicht, sondern eher Also bei das müsste eigentlich auf Kartoffeln oder allen, sonst irgendwas, weiß ich nicht. ja, es müsste eigentlich auf allen Oberflächen genauso funktionieren, wie sie es da gezeigt haben, genau. Also ich glaube, technisch ist das jetzt, wird das wohl funktionieren. Okay, was haben wir noch? Dann die zweite Frage. War zur KI in, also nein, nicht zur KI, aber zu Star Marine. Und zwar war die Frage, ob man da einen Singleplayer KI-Modus haben könnte. Und da sagt er im Moment nichts geplant. Sie konzentrieren sich jetzt erstmal auf das persistente Universum und diese, also Star Marine und Arena Commander kommen dann später mehr. Kommt dann später vielleicht noch was dazu, vielleicht auch nicht. Das schauen sie dann noch. Gut. Dann haben wir hier den nächsten, Matthew Intrieri. Und zwar war seine War ganz was Frage, Neues. ja, er hat natürlich mehr, er hatte die Frage und dann hat er noch was gezeigt. Also erstmal P52 Docking ist derzeit auf Eis gelegt, also nicht in Arbeit. Und dann hat er noch von einer Multi-Grid-Tech
gesprochen. Und Röders, vielleicht Ja, erzählst du da ein also bisschen mehr drüber. im Endeffekt ist es das Ding, wo wir schon uns länger auch schon drauf freuen. Also ansatzweise gibt es ja das Landing Pad Grid in einem Cargo, wo man schon landen kann, jetzt in weiterer Folge. Das wird jetzt sozusagen um die nächste Möglichkeit erweitert, dass es sozusagen auch physikalische Informationen von einem Grid ins nächste dann weitergegeben werden, das halt auch generalisiert funktioniert und man dann auch mehrere Ebenen hineingehen kann und nicht nur zwei quasi. Das ist einmal der eine Punkt. Diese multiplen Grid-Layer, die dann ineinander sind, die dann auch vielleicht Beschädigungen oder in dem Fall geht es dann wirklich um Beschleunigungskräfte, die man dann auch vielleicht im Schiff spüren würde, wenn der Flieger, weil das ist ja jetzt alles nicht drin mehr, also in keinster Weise, nur der Pilot kriegt ja mit, was da passiert quasi. Und Ja. das wird ja nicht so bleiben. Also, und da muss man dann halt wieder dann die Mischung finden zwischen zwischen den Kräften, die auf das Schiff einwirken und die andere, die dich halt runterzieht für die künstliche Gravitation. Also, und das ist ja dann die Mischung, die man dann erlebt, quasi, wenn man in einem Raumschiff sozusagen das sich beschleunigt und dann in weiterer Folge zeigt auch diese Stoßdämpfer her, sozusagen von der Reclaimer. Und daher sagt er auch, ja, wenn das dazu runterfedert, das wird man dann im Raumschiff drin spüren, quasi spüren, punkto, ja. Dass das halt sich absenkt, die Masseträgheit, das Abbremsen. Und das ist halt ein neues Detail, das dazukommt und dieses allgemeingültige Multigrid-System dann lernt und dann kann, sozusagen. Also, das bringen sie ihm gerade bei, sozusagen, dieses neue Feature. Cool. Kann man, also kann ich mir das dann auch so vorstellen mit dem Multigrid in Richtung Zonen? Also du hast jetzt irgendwie, du hast ein größeres Schiff und da fliegst du in den Hangar des größeren Schiffs rein und dann hast du da eine Zone. Vermute, ja. So in der Richtung. Diese Grids hatten sie ja schon in den Ja, Schiffen. klar. Das, was jetzt das Neue ist, dass eben auch Kräfte weitergegeben werden, sozusagen. Richtig. Und Gut. dass das nicht extra simuliert werden muss, sondern dass man die Kräfte sozusagen ins untere Grid dann übernehmen kann und dann hat man dann eine Schicht mit dem künstlichen Generator und dann mischt sich dann das Vernünftige wahrscheinlich dann zusammen. Aber dass da eben die Kräfte übergeben werden, sozusagen von einer Schicht in die innere, sozusagen, und dass es halt einen logischen Grund hat, dass man dann durchgeschüttelt wird und nicht, dass eine Animation von einem Animator quasi gemacht wird. Ja, jetzt landen wir, oh, jetzt kommt die Landeanimation, sondern wenn der eine Rafflandung hinlegt und da ist ein Stein und dann knallt er da drauf, dann wird das eine andere Schockwelle quasi nach innen weitergeben, als wenn er irgendwo sanft auf Sand perfekt landet, sozusagen. Und nicht irgendwie runterrattert. Und dass das eben nicht von einem Künstler einmalig ist, sondern dass es eben eine dynamische, dass diese Bewegung und Beschleunigungskräfte weitergegeben werden, das ist, ja, in einem Game muss man das halt bauen. Ja. Okay, dann ist es, denke ich, jetzt auch klar, wie es zu funktionieren hat dann. Okay, also die Kräfte werden, die von außen einwirken oder wie der Pilot fliegt, werden dann in die inneren Grids einfach über, also nicht einfach, aber übertragen und dann hat man dort auch die Möglichkeiten. Okay, dann sehen wir jetzt hier gerade auch die Animationen für die Reclaimer, wie die ja, Landevorrichtungen ausfahren. Also ist jetzt dann das Fahrwerk. Fahrwerk, ja, Ja, so aber kann es sind man es doch auch so. gleichzeitig die Düsen, deswegen, ja, Ja, whatever. genau, also gut, das ist natürlich jetzt hier alles noch sehr schematisch, aber man kann schon ein bisschen sehen und ist natürlich so ein bisschen ja, wie soll man sagen, eine Überraschung gewesen, dass sie das jetzt in Call All Devs zeigen. Also ich glaube, da hatte, ich weiß es nicht, aber auch der Jared vielleicht nicht ganz mitgerechnet, dass er da jetzt von dem das bekommt. Okay, gut, haben wir das gesehen. Schauen wir mal, wann es dann da die nächsten Infos zu gibt. Dann haben wir noch Jed McKinley und der ist, wie ihr seht, Lead Game Play Engineer. Und er hat die Frage bekommen, wie sieht es mit dem Permadeath aus? Ist Death of the Spaceman, also der Artikel von Chris Roberts von 2012,
ja, 2012, Ende 2012, glaube ich, immer noch aktuell. Also, oder gibt es da Änderungen? Und der sagt im Prinzip, nein, ist immer noch genauso. Der Charakter, wenn er stirbt, dann wird er wiederbelebt, aber hat dann eben Alterungserscheinungen oder die braucht dann halt künstliche Beine und so weiter. Und ab irgendeinem Punkt ist halt nichts mehr da, was man austauschen kann. Und dann entsprechend stirbt dann der Charakter auch irgendwann. Also alles wie gehabt. Ja. Eine andere Sache, also wenn du da nichts zu hast, dann. Ich meine, da hat er selber nichts dazu gehabt, ehrlich Ja, gesagt. deswegen, also ich glaube, das ist einfach nur, gut, wir sind immer noch beim Alten oder das Alte wurde bisher nicht Es wurde verändert, in was ja, keinster ja. Weise irgendwas Anstößiges behauptet, Genau, zumindest. Doch genau. betont, dass er nichts Anstößiges zu sagen hat. Richtig. Was dann auch wieder ein bisschen langweilig ist, natürlich. Aber ja, das Ja, Konzept ist ziemlich ist. ausgetüftelt eigentlich. Ja, genau, wer sich den Post nochmal durchliest von 2012, also. Das ist schon sehr ausgefuchst, was der Chris Roberts da machen will. Also von daher ist es unwahrscheinlich, dass er daran jetzt groß was ändert in nächster Zeit. Okay, dann noch die Frage nach mehreren Charakteren im Spiel. Also im Moment ist es ja so, wenn man ins Spiel sich einloggt, kann man nur ein Charakter sein. Es ist im Moment nicht möglich, mehrere Charaktere zu haben, wie das in vielen anderen MMOs der Fall ist. Und das haben sie bisher nur im Design und ist noch nicht eingebaut. Und Ja, das kommt. war ganz ein murksiger Punkt. Da bin ich Ja. mir gar nicht so sicher, wie tief ich da nachbohren möchte, weil so wie er das gesagt hat, hat sich das irgendwie angefühlt, als könnte man während des Spielens da soll irgendwie so, dass es eher dynamisch zwischen den mehreren Charakteren, die man hat, quasi hin und her geht. Aber das war so unspezifisch, das ist furchtbar, das, ja. Ja, er hat halt auf der einen Seite gesagt, es ist nur im Design, dass es mehrere Charaktere, dass man sowas haben kann. Aber ja, dann hat er auch halt noch in die Richtung so ein bisschen gesprochen, ja, wir müssen dann überlegen, wie man das macht, wenn man zwischen den Charakteren wechselt und wie das dann funktioniert. Und es hat sich so ein bisschen in die Richtung angehört, aber da würde ich mal sagen, warten wir mal noch ab, bis es da. Gibt man so ein richtiges Designer mal ab, ne? Genau, Falls mal bis mal. Fragen, mal Also anders. er ist jetzt zwar Gameplay-Engineer, aber da warten wir mal auf irgendjemanden, der, also vielleicht am besten Chris Roberts, der das mal ein bisschen genauer erzählt, wie er sich das vorstellt mit mehreren Charakteren, ob die dann, da kommen wir ja nachher auch noch zu, wie es mit NPCs aussieht, die man seine Schiffe fliegen lassen kann und so weiter. Und das geht ja hier in eine ähnliche Richtung, kann ich sozusagen einen Charakter fliegen lassen. Lass den im Quantum Trail fliegen, locke auf einen anderen Charakter um und mach mit dem was anderes. Also. Also, was Sie gesagt haben in dem Kontext, hat extrem breites Spektrum der Möglichkeiten, möchte ich hier mal anbringen. Wir haben hier von einem Charakter, mit dem du spielst, und dann ist dort, wo du bist, bist du, und du musst extra öffentlich Transportmittel von A nach B nehmen. Bis hin zu dem Szenario, du kannst dich jederzeit in irgendwelche NPCs von deinen Freunden hineinbeamen. Das haben sie damals Agent Smithing genannt. Das haben sie schon sehr lange nicht mehr erwähnt, ich weiß. Trotzdem hacke ich drauf rum, weil das ist, fand ich halt cool, die Idee. Also das Spektrum, wie nah du irgendwie jetzt am Spieler dran ist, war schon von minimal möglich bis maximal möglich, meiner Meinung nach. Deswegen gibt es hier extrem viele Meinungen und das ist schon ein Thema, wo dann Chris Roberts dann wirklich die Linie ziehen wird, irgendwann einmal, hoffe ich in der Hinsicht, auch das nachvollziehbar macht, weil wenn es technisch ohne weiteres möglich ist, so schnell das Environment zu laden, weil sowieso jedes Environment dynamisch geladen wird und das eigentlich wurscht ist, ob ich jetzt die Position des NPCs lade oder die Position von meinem Avatar, weil das, sobald ich ihm spiele, bin ich das Maxl mit all den Möglichkeiten, die das Maxl hat, mit den technischen drumherum natürlich auch. Da gibt schon. Ja, also ich hoffe halt, dass viel Casual, also ich habe halt sehr viel Casual-Potenzial drin gesehen, dass zum Beispiel derjenige, der jetzt um 18:30 Uhr von der Arbeit kommt, schon in eine Mission mit einsteigen kann, die dann eine Stunde dauert und
quasi vielleicht auch vor Ende wieder raus muss, weil jetzt irgendwas ist und das kein Problem wäre, weil einfach der NPC von Haus aus auch irgendwie funktionieren würde. Gerade, also, das ist halt, ich weiß, das ist extrem ambitioniert, was sie da sich vorgenommen haben in der Hinsicht, aber die NPCs und das Controlling, das Ganze drumherum, also die Technik, die sie da bauen, spricht zumindest nicht dagegen, sagen wir es mal so. Also, machen können es alles eigentlich. Ja, genau, aber die Frage ist ja am Ende, wo wollen Sie vom Spiel, von der Spielmechanik her hin? Also was wollen Sie den Spielern dann wirklich anbieten und wo sagen Sie, das ist uns nichts? Also wir kommen ja nachher noch zu, aber Sie haben zum Beispiel vorhin in RTV die ganz klare Aussage gemacht, Sie wollen, dass die Spieler das Spiel spielen und nicht die NPCs das Spiel für die Spieler spielen. Ja, aber im gleichen Atemzug verkaufen sie dir ein Idris-Package an NPCs, die dafür trainiert sind, auf einer Idris gemeinsam zu arbeiten, als Kombipack im Versprechen. Also, es Ja, ist keine kohärente Aussage, das ist genau. widerspricht leider Also jetzt gerade vollkommen. da hast du schon recht. Das Weil entweder ich kann alleine ein Mensch und 70 NPCs ein Raumschiff fliegen und das funkt halbwegs, weil die NPCs fliegen ja auch durch die Gegend irgendwie und machen damit was halbwegs Vernünftiges. Oder die NPC-Flotten, die jetzt im UE-Raum würden nicht funktionieren. Also man braucht die Dynamik und die Tech dafür, dass theoretisch ein NPC ein konfrontativer Gegner sein kann, der sich auch plausibel verhält und intern mit 70 NPCs, das ist nicht einfach. Da ist so viel Komplexität vergraben da drin. Ja, okay, das haben sie sich vorgenommen. In die Richtung wird es gehen, denke ich. Also der NPC ist ein ganz wichtiges Ding eigentlich und man kann es nicht runterreden, Genau, leider. da kommt man nachher, da, lass uns dann nachher beim Reverse-Diverse, weil da ja halt viel über KI und NPCs diskutiert Okay. wurde, lass uns da nachher noch tiefer drauf eingehen. Ich gucke jetzt mal, also wir haben jetzt hier alle Fragen durch von Calling All Devs. Das heißt, wir können nun übergehen zum zweiten Thema für heute. Und zwar gibt es ab nächster Woche, also nächste Woche werden wir gerne genauer über die Vulkan sprechen. Aber jetzt schon mal sozusagen das Erste, was wir gestern alles so gehört haben, da sprechen wir jetzt als Erstes drüber. Und zwar machen wir das hier mal. So. Also. So, jetzt muss ich hier mal. Okay. Jetzt ist alles durcheinander. Da müsste es losgehen. Genau. Okay, da haben wir Sandy und Chris von gestern ETV. Da gehen wir mal. In der Folge gestern gab es ja vor allem Shipshape und das erste Konzeptschiff, was ja die Vulkan dann sein wird nächste Woche. Also ganz Und ehrlich, ja. im ersten Moment, wie ich den Titel von ATV gelesen habe, habe ich mich urgefreut. Und eigentlich war ich ein bisschen enttäuscht, wie ich es dann gesehen habe. Wie sie es dann angekündigt haben, genau in dem Moment, dass die Vulkan nicht eine Technologie ist, sondern ein neues Schiff. Weil an Was sich gäbe hättest du es dir das denn Wort vorgestellt als Technologie? Vulkan. Die AMD und Nvidia-kompatible DirectX 12-Alternative. Ach Vulkan. so, das meinst du jetzt. Okay, ja, gut, da hatte ich jetzt gar nicht mehr dran Das wäre gedacht. episch gewesen, wenn sie das gemacht hätten, ehrlich gesagt. Aber Ich weiß nicht, ich habe ja, da schon so wie sie lange gerade mit nichts mehr von gehört. Performance-Optimierung sind und sie haben ja gesagt, sie werden daran arbeiten und es ist nicht gestorben, haben sie mehrfach erwähnt. Irgendwann werden sie sich damit beschäftigen. Und sie sind ja gerade bei Performance und ich habe mir gedacht, oh ja, vielleicht machen sie jetzt wirklich mit 3.1 auf den Schritt Vulkan, weil das würde dann urviel Effizienz bei moderner Hardware bringen und vielleicht kriegen sie damit schon einen Haufen, würden gleich mal sagen, hey, wir sind New Tech, bam, hier in your face quasi, neueste Generation an Technologie. Aber Vulkan ist doch jetzt auch schon irgendwie 2 Jahre her, oder? Als Na, es das. ist Cutting, es ist nicht weniger modern wie DirectX 12. Und es ist teilweise beim Entkoppeln zwischen CPU, Grafikkarte und auch Festspeicher eigentlich ein
da ist sehr viel Potenzial drin, weil du einfach nicht mehr mit den CPU-Threads limitiert bist. Also du könntest asynchron Sachen von der Festplatte in die CPU, ins Memory verarbeiten, währenddessen du mit der Kraka, mit der CPU Sachen machst und Zwischenergebnisse werden hin und her geschickt. Und dann geht es halt dann direkt in die Kraka hinein. Also DirectX 11 und also es gibt halt, ja, Also weil Jacomo ein Ober. schreibt, so würde ich das auch interpretieren, Vulkan ist in der Roadmap, aber ja, gucken wir mal, wann das kommt. Also auf der anderen Seite, ich habe jetzt schon lange nichts mehr über Vulkan jetzt irgendwie Ja, gerade gelesen. dann könnte man sich ja wieder drüber freuen. Also ich meine jetzt generell, so von daher, ich weiß nicht, wie aktuell das ganze Thema noch ist, aber da bin ich jetzt auch zu, also... Das kann auch sein, dass ich das einfach nur, dass das auf meine Nachrichtenstreams einfach nicht reingekommen ist. Ja, und da einfach gerade nichts zu berichten ist. Aber okay. Gut. Dann geht. 3.1 soll der Performance-Patch werden, das war halt meine Assoziation irgendwie, dass wir das erste Preview zeigen mit 60 FPS und so Zeug. Sorry, manchmal bin ich dann auch, sehe ich dann, na wurscht, nicht so schlimm, ich hoffe, das war jetzt nicht nervig. Nö, nö. Also wir haben ja jetzt im Hintergrund haben wir den ganzen Anfang gesehen. Er hat nochmal die Schiff-Pipeline da ein bisschen vorgestellt und dann natürlich da noch ein bisschen was gesagt, Terrapin, wann kommt denn 3.1 und waren noch, dass es 114 Schiffe schon gibt, inklusive Varianten. So, aber jetzt mal zur Vulkan, zum Aegis Dynamic Vulkan ist ein Multi-Beruf-Starterschiff und Starterschiff. ein So, Starterschiff, ja. das Du hast gesagt, voll. multiple Berufe Kurzer unterstützt. Punkt. Du bist ja einer von denjenigen, die wissen, die da draufklicken dürfen, oder? Oh Das ja, ist super gut. das müssen wir nachher Das noch. wäre super lieb, weil Das machen wir ich. noch. Das machen wir noch. Da kommen wir gleich zu. Das machen wir auf jeden Fall. Muss ich mich gleich mal einloggen. Und zwar, was haben wir als Möglichkeiten? Also da sehen wir das Schiff schon mal aus Seitenansicht. Tanken, reparieren und wieder bewaffnen. Kann das Schiff? Und also es kann halt die drei Sachen zusammen und sie wollen halt noch ein so kleineres Schiff, was weniger kostet, was dann auch viele haben können, im Spiel haben, damit halt auch diese Berufe dann ausgefüllt werden in 3 Punkt, wann immer die dann kommt. Was? Die haben erwähnt, dass es ein Dreier-Patch wird? Nein, 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 das war falsch. Das Okay. habe ich nicht. Das habe Okay, ich. das Ich habe war jetzt gedacht drei, aber nee, das passt nicht. Deswegen, also haben sie nicht gesagt. Aber dass es dann halt in der nächsten Zeit auch was anderes gibt, weil man hat jetzt im Moment für viele Berufe halt nur die ganz großen Schiffe, also eine Starfarer zum Tanken und so weiter. Also da wollen sie halt, dass dann auch noch so kleinere Schiffe dann hier dazukommen. Dieses Tanken, Reparieren und Wiederbewaffnen wird über Drohnen realisiert, ähnlich wie das jetzt bei den Triasto Stations ist. Und zwar, jetzt sehen wir hier im Bild, und zwar hat man 4 Drohnen in dem Schiff und man kann die dann halt zu einer Zeit, also wenn sie aus das Schiff verlassen, können sie halt entweder betanken, reparieren oder wiederbewaffnen. Und wenn sie die Aufgabe wechseln sollen, also wenn die Drohne jetzt was anderes machen soll von den drei Sachen, dann muss sie zurückfliegen zur Vulkan, reingehen und dann eben neu bestückt werden also mit mehr Tank oder und so weiter. Also für Reparieren bestückt werden oder für Bewaffnen bestückt werden. In der. Ja, Ja, oder so? die 4 Drohnen, die sie da gezeigt, also ja, sie haben halt gemeint, sie wollten ein bisschen Redundanz reinbringen, okay, und das, weil es eben ein kleines Schiff ist, quasi, ja, das, gut, aber das wirst du wahrscheinlich jetzt noch erwähnen, vermute ich mal, weil,
Wir sehen ja hier die Drohnen auch, wie sie da hinausdüsen. Es sind ja zwei Stück und eine dritte ist, glaube ich, noch drinnen, oder? Nee, andersrum. Es sind drei Personen Besatzung. Es gibt vier Drohnen und zwei können zur gleichen Zeit im Weltall kontrolliert werden. Also wir sehen gleich auch noch die Brücke. Auf der Brücke gibt es einen Pilotensitz und zwei Supportsitze. Und so wie ich es verstanden habe, sind die zwei Supportsitze dafür da, um Geschütztürme zu kontrollieren. Wie viele, das haben sie jetzt nicht genau gesagt. Müssen wir mal auf die Bilder von außen gucken. Hatte ich jetzt noch nicht genug Zeit, da genau zu gucken, wie viele es sind. Oder man kann halt zwei Drohnen kontrollieren. Von ja, die haben da von so einem Kompromiss gesprochen, dass man sozusagen sich entscheiden müsste, quasi entweder genau, also oder man quasi müsste halt, wenn man in einem Bereich des Weltraums ist, wo man jetzt eher Angriffe erwartet, die Geschütztürme vielleicht eher benutzen und dann kann man halt die Drohnen nicht steuern. Das ist das eine. Und das andere, wo man überlegen muss, oder wo man sozusagen, ja, sind die Drohnen selbst. Also man hat halt zwei, die können natürlich abgeschossen werden. Man sieht ja, die sind recht groß, die können abgeschossen werden und dann hat man eben noch zwei in Reserve. Aber wenn die Drohnen alle abgeschossen sind, dann hat man halt, kann man halt auch nichts mehr machen, dann kann man nur rumfliegen mit dem Teil. Das heißt, dann muss man selbst irgendwo hinfliegen und die Drohnen wieder neu nachkaufen. Also hier, den ja. Tank, der ist ganz cool eigentlich. Ja, genau, da sehen wir jetzt an der Unterseite den Tank. Gucken wir hier nochmal. Also hier haben wir das Innere des Schiffs. Also wir haben Gravitationsgenerator, die Energieversorgung, Kühlung, die Tanks unten, die sehen wir, haben wir ja gerade schon gesehen. Dann die vier Drohnen in der Mitte des Schiffs und dann eben hinten die Laderaum mit den verschiedenen Life Support, Schildgenerator, Radar und so weiter. Und dann haben wir halt noch den Tank auf der Unterseite, den wir jetzt hier schon von der Seite gesehen haben, sehen wir jetzt gleich nochmal. Dann auf der Unterseite. Klar, wenn man jemanden betanken möchte, braucht man auch genug Vorräte, um dann die Drohnen befüllen zu können. Hey, grüß dich, Jack. Hey, guten Jack. Abend. Ja, schön, dass du reinkommst. Ja, ihr seid ja so alleine heute. Ja, heute ist irgendwie nicht so viel los, ich weiß auch nicht. Alle irgendwie noch Kater vom Fasching, keine Ahnung. Und ihr seid gerade bei der Vulkan, ne? Ja, wir reden ein bisschen über die Vulkan. Hier sehen wir jetzt auch das Cockpit, was ich gerade beschrieben habe. Man hat die drei Plätze im Cockpit, Pilot und dann eben die beiden Support-Sitze. Es ist ein relativ weit ausgetüfteltes Design, würde ich mal sagen, für so ein Design. Es ist schon, glaube ich, Konzeptstufe 2 oder 3, irgendwie so. Man hat da Animationen auch schon, die wir ein bisschen kennen, vielleicht von der Therapin und ein bisschen vom Style her. Aber das Schiff selber wirkt halt irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen Ostblock hat seinen Style. Ich weiß nicht. Es hat so ein bisschen kastelig, praktisch, aber also ein Italiener oder so, da schaut es ganz cool aus eigentlich, aber von vorne irgendwie wirkt sie ein bisschen funktional, könnte man sagen. Ne? Der ist auch ein Funktionsschiff. Ist ja auch, genau, aber, also es würde auch passen, Jack. Wo ich jetzt frage, aber ich weiß es nicht mehr, wann das war, da gab es nochmal ein Vote zwischen drei verschiedenen Schiffen. Ich weiß, dass eins ein Trägerschiff war und das andere, glaube eher Anfängerschiffe. War so ein Schiff nicht eins unter den von den drei oder war das andere Schiffe, andere Klassen von Schiffen? Ich kann mich auch erinnern an diesen Vote, das war ein Trägerschiff für andere Schiffe, also wo man sozusagen so eine fliegende Garage. Ein ziviles Trägerschiff, ja. Ja, das war das eine. Das ist es aber, oh, ich weiß es nicht mehr genau, ob es das dann geworden ist oder. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eins darunter war, aber ich kann, ja, auf was ich hinaus wollte. Also wenn das im Chat mal jemand kurz nachschauen könnte, das wäre cool. Und dann kurz im Chat schreiben, ob das dir dabei war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also Jared hat dann am Ende des Segments noch gesagt, dass sie das vor einem Jahr halt überlegt haben, dieses Schiff. Und er das ganz interessant findet, wie halt dieses eine Jahr dann vergangen ist und sie sozusagen von diesen
drei Sätzen Konzept dann zu dem, was wir heute sehen, dann gekommen sind. Ich weiß noch, was ich damals so gesagt habe, weil ich damals für das Trägerschiff war. Und die anderen waren, glaube ich, mehr so Anfängerschiffe, gerade so für Berufe. Und deswegen meine ich, dass es dabei war. Habe ich eigentlich gesagt, man braucht eigentlich nicht für die anderen Schiffe voten, weil sowas kommt sowieso. Und da haben wir es. Eigentlich habe ich sowas schon lange Stimmt, erwartet. ja. Da war ein Starterschiff dabei und genau das haben ganz viel einige gesagt, ich erinnere mich. Ja. Okay, gehen wir hier mal durch. Das ist das, wie gesagt, die Brücke, da haben wir jetzt eine Weile gesehen. Dann haben wir hier die Außenansicht. Ich habe das Gefühl, dass das ganze Ding ausschaut wie eine Brücke irgendwie. Als könnte man es auf ein größeres Raumschiff draufstecken und das ist dann die Brücke von dem Schiff quasi. Oh, das wäre geil. Ja, schon, gell? Das ist der ultimative Supportflieger. Der ist selber Supportflieger, der kann, dann hat auch Drohnen zum Reparieren dabei. Aber da ist dann so eine Tankerstruktur, so diese Mega-Freighter quasi, ist sozusagen das Kommandomodul, das dann oben Können drauf sich dann hockt. mehrere Vulkan in einen Transformer verwandeln? Nicht, aber ich glaube, man braucht dann einen Vulkan und dann einen Magmus und dann noch einen, keine Ahnung, eine Hyperion quasi. Das ist dann sozusagen diese Mega-Freighter-Struktur quasi. Mit den Triebwerken drauf. Ja, Also so drei Schiffe mindestens so in Kombination. Wäre schon cool. Dass man das dann auch kombinieren kann. Das ist ja die Next-Level-Modularität quasi so. Baut er deinen schweren Zerstörer. Transformer, ja. Okay, also das wäre wirklich noch was. Naja, okay, lasst uns weitermachen. Und zwar haben wir hier jetzt die Rückansicht. Also das Schiff wird von dieser Heckklappe betreten, die wir da sehen. Dann haben wir den Cargo-Raum. Wir haben, da steht es, 12 SCU Cargo. Dann haben wir hier die ganzen Generatoren, was wir vorhin schon gesagt haben. Man geht dann da hoch in den oberen Bereich des Schiffes. Das ist hier die Crew-Quartiere, die wir hier sehen. Achso, Grumpfsteuer hat es gefunden, welche Schiffe da damals dabei waren. Es war jetzt gerade kein von den Mechaniken dabei, aber es war ein Anfänger Salvage-Schiff und ein Multicrew Explorer dabei. Und das Ah, Salvage okay. hat mich jetzt erinnert. Aber ist ja wahrscheinlich ähnliche Ja. Mechanik wahrscheinlich, wie jetzt ein Reparaturschiff. Die sind ja schon irgendwie verwandt. Ich habe halt das Gefühl, dass es die Conny gerade ein bisschen dwarft. Ganz gefühlsmäßig. Ja, es hat schon Ist dann so die ein Conny bisschen auch ein diese. Einsteigerschiff? Ja. Oder? Ich mein, ist es dann ein Einsteiger-Multifunktionsschiff-Klasse quasi? Also vielleicht, also wir wissen ja noch nicht preislich. Das werden wir nachher vielleicht sehen, wenn wir auf die Concierge-Seite gucken. Oder Jack, weißt du es schon? Hast du schon? Ich weiß es grob. Okay. 200 ungefähr war's. Ja, also wie die Constellation. Hätte ich jetzt auch vermutet, weil es halt in der Größenkategorie irgendwo ist, wie eine Ich habe das Constellation. Gefühl, das Ding ist größer. Also Nö, nicht das würde ich jetzt nicht größer. sagen, oder? Es hat mehr, dadurch, dass es mehr ein Kasten ist, hat es mehr verwendbare Fläche. Also mehr Innenraum im Verhältnis zu dem, wie groß das Schiff halt ist. Weil bei der Conny kannst du ja wirklich nur, da ist ja das Cockpit, dann ist dieser Hals, dann ist dieser Laderaum und dann, ja, das ist nicht so kompakt wie jetzt, also die Reclaimer wird auch gigantischen Innenraum haben, einfach nur weil sie so ein Klotz ist, ein großes Volumen hat, das auch so richtig verwendbar ist in der Hinsicht. Und es gibt halt elegantere und schlankere Raumschiffe, die sind halt dann, da ist halt nicht so viel drin. Also es sind ja keine TARDIS, wo dann plötzlich der Innenraum sich verzehnfacht oder so. Auch wenn es cool wäre. Aber so Sci-Fi ist das Spiel halt nicht. Ich meine. Also wenn man jetzt hier diesen Gang durch das Schiff sich so anschaut, denke ich mal, ist das schon ähnlich wie eine Conny. Vielleicht jetzt ein bisschen hin und her, aber also vielleicht ist die Conny auch noch ein bisschen, hat noch ein bisschen mehr Platz. Aber ja, ich glaube, es ist eher recht gleich.
So, also jetzt haben wir hier gesehen den Durchgang von ganz hinten. Also man kommt rein, geht dann durch die Quartiere, hat dann den Drohnenraum und dann halt hoch zum Cockpit. Hier nochmal eine Seitenansicht. Das sind jetzt die verschiedenen Skins, die wir jetzt sehen, die es dann geben wird. Gucken wir nochmal drauf. Also wir haben hier die Militärvariante, das ist diese. Und dann halt noch verschiedene andere Skins, die sie jetzt nicht extra benannt haben, aber die man dann wahrscheinlich nächste Woche zu sehen bekommt, was die bedeuten und welche Spezialisierungen die haben. So. Okay. So, die Idee bei der Vulkan ist halt, wie wir es am schon gesagt haben, dass man halt nicht diese ganz speziellen und auch teuren Schiffe erstmal für so ein, wenn man so eine Karriere machen will, kaufen muss, sondern dass man mit so einem Schiff halt erstmal sozusagen reinschnuppern kann in eine Karriere und dann gucken kann, ist welche von den Karrieren ist für, also tanken, reparieren, wieder bewaffnen, was ist denn meins, was ich da machen möchte. Und dann kann man sozusagen zu den spezielleren Schiffen dann upgraden, die das dann natürlich besser können sollten als zum generalisiertes Schiff. Also ich sehe das auch von der anderen Seite ein bisschen. Wenn du mit einer kleineren Konvoi unterwegs bist, wo dann jetzt ein übersichtliches Schiff dabei ist, fällst du vielleicht weniger auf als mit einem großen Schiff. Also ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt vielleicht der einzige Grund ist, sich das Schiff zu kaufen, wenn man hineinschnuppern möchte. Also ich sehe auch schon sehr viel praktischen. Also gerade wenn jetzt fünf, sechs Leute unterwegs sind und da gibt es dann ein größeres Schiff. Also ich meine, ich glaube, bis 50 Leute ist wahrscheinlich ein Nachtankschiff von der Größenordnung vielleicht immer noch praktischer. Gerade wenn es um Jäger geht oder wirklich dann, also fünf Hornets und so ein Raumschiff. Fünf Hornets, eine Reclaimer und so ein Raumschiff. Eher, also weil dann doch die Starfarer und ich meine, ich bin mir nicht 100%, ich weiß, dass die Starfarer ein gigantisch großes Raumschiff ist. Ich bin mit dem Ding auf dem Mond gelandet und das ist auch eines der Highlights, das ich dabei mit dem Spiel erlebt habe, vom Spiel an sich. Und ich weiß, dass es sinnvoll ist, dass man dann vielleicht auch kleinere Tankschiffe hat. Also, und Munition hört sich auch nicht unpraktisch an, ehrlich gesagt. Ja, vor allem für die Partikelwaffen, wo man die man ja verschießt, Ja. die sind ja endlich, also da muss man ja auch irgendwo dann sagen, hier, die will ich mal wieder nachfüllen. Und was sie auch noch gesagt haben, was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass sie sagen, mit diesem Schiff wäre es halt so, du versuchst halt sozusagen länger, also sozusagen erstmal. Du verlässt den Kampf kurz, hast dieses Schiff vielleicht bei einem Asteroiden irgendwo stehen und versorgst dich sozusagen erstmal, um dann weitermachen zu können, so ein paar wichtige Reparaturen zu machen, damit du wieder, sagen wir mal, 80, 90% leisten kannst. Und dann gehst du wieder raus in das Getümmel. Und die richtigen Reparaturen, also zu 100%, die würde man dann halt woanders machen. Also es geht ja eher darum, dich sozusagen in kampfbereiten Zustand zu halten. Es ist der Raumschiffsanitäter. Ja, so würde man das sagen. Ein Versorger. Raumschiffsanitäter, Versorger. Sie haben es halt dediziert Support genannt in dem Zusammenhang. Und das ist für, ich finde das nicht uninteressant, ehrlich gesagt. Und mal sehen, vielleicht hole ich mir ein Update. Mal schauen. Also wenn du Aber. 10 von denen hast, wo du alle die Drohnen rausschickst, da kannst du, glaube ich, fast ein Großkampfschiff damit am Laufen halten. Ja, aber ich hätte eine Gemini. Das ist so die Battle-Version von der Starfarer. Und eigentlich hätte ich auch eine Crucible als Update-Option quasi. Und wenn ich sage, okay, ich kann auf beide Schiffe, ich nehme andere Schiffe und ich habe dann das stattdessen, also sozusagen eins für zwei.
Optionen, die wegfallen quasi, bin ich eigentlich schon leider ein bisschen versucht, das mir dann auch zu überlegen, was ich da machen werde. Ja, ich bin gespannt. Ja, die Frage ist, wie viel können die Drohnen reparieren? Und dann denke ich mal, die anderen Schiffe brauchst du auch. Aber halt, das ist der schnelle Reparateur. Also der macht kurz was ganz, dann kannst du weiterfliegen, bist aber trotzdem noch so angekratzt. Naja, auch von der Taktik her, du kannst ja dann hergehen und sagen, man muss ja auch noch wissen, wie weit kann ich die Drohnen steuern von dem Schiff weg. Also du kannst ja dann überlegen, das Getümmel ist dann halt 10 Kilometer weg, sage ich jetzt mal. Und du versteckst dich damit irgendwo hinter mit ein paar von den Schiffen. Also hinter einem Asteroiden oder in einem Asteroidenfeld oder in einem Nebel oder was auch immer. Und steuerst dann die Drohnen, die dann deine Schiffe so ein bisschen reparieren. Ich hege die Befürchtung, dass das Steuern der Drohnen Signale generiert, die gescannt und aufgefangen werden können. Also das mit dem Plan, sich zu verstecken und mit Drohnen, ich vermute schon, ich glaube, es ist ein Raumschiff fürs entweder im Gefüge aktiv oder es wird angefordert, weil man es braucht. Naja, aber dafür, kurzfristig. Aber dafür, um das auffangen zu können, bräuchtest du wahrscheinlich wieder ein explizites Scanschiff, das nach diesen Signalen dann suchen kann extra. Das wird jetzt ein Hornet sicherlich nicht können. Ja, aber eine Frage habe ich vor allem noch zu dem Schiff. Ist es vielleicht sogar möglich, mit den Drohnen im Gegensatz zum Dock im Kampf teilweise zu reparieren? Weil wir kriegen ja sogar Drohnen, so kleine Drohnen, Reparaturdrohnen. Das war doch irgendwie im früheren Baker-Ding waren doch so Drohnen dabei, also so Reparaturdrohnen, wo du kriegst. Und dass die Schiffe zwar sich nicht gut verteidigen können, aber vielleicht während einem gewissen Kampf, auch bei Großkampfschiffen, auch von außen teilweise ein bisschen mit zu reparieren. Nicht nur das Innere, sondern das Äußere, dass du mit den Schiffen teilweise, wenn du auf die Schiffe aufpasst, die wahrscheinlich... Jack, ich finde die Idee cool. Ich habe nur ein extremes Power-Leider-Argument. Willst du wirklich in dem Szenario, wo wahrscheinlich viele Raumschiffe rumtümmeln, noch zusätzlich autonome Drohnen ins Spiel bringen, die dann noch zusätzlich dann um die großen Schiffe herumtummeln? Also ich stelle es mir cool vor. Ich bin mir halt nicht 100%... Ja, es gibt Spiele, wo das sehr extrem ist, aber ich denke mal, da wird es halt eher... Da kannst du dann gezielt gewisse Stellen reparieren, die du jetzt von innen gar nicht mehr reparieren kannst, aber die du reparieren musst. Ja, sobald du ein Raumschiff agil bewegst, können ja die Drohnen nicht mehr mit. Ich habe schon so ein bisschen das Bauchgefühl... Ja, die können sich sicher verankern, oder? Die Drohnen, also die sind ja, die können irgendwo hinfliegen. Nee, die können sich nicht verankern. Die schweben, die haben so Düsen und ich habe da keine Greifhaltefunktionen. Also die haben so einen. Die wurden gehalten da drin in so magnetischen Teilen und dann werden sie fliegen diese Scheiben und die haben vorne so zwei so Rüssel. Also beim Großkampfschiff kommen sie sicher, wenn es gerade fliegt, hinterher, denke ich mal. Also wenn sie sich anpassen. Aber wie soll das hinterherkommen können? Entweder das ist im Gravitationsfeld irgendwie bla, aber wenn es außerhalb ist, dann nein eigentlich. Also so wieso ist das All? Ist All. Also. Ja, ist nicht das lokale innere Grid, wo sie sich befinden, wenn sie nicht, also wenn sie drin sind halt. Ja, das Problem haben wir ja auch mit den Anzügen, wo sie dich nach unten drücken wollen. Also ja, das geht ja auch nicht im Flug. Höchstwahrscheinlich. Wer weiß, also du hast ja die Geschwindigkeit, wenn du die angepasst hast, musst du dich nicht weiter groß beschleunigen. Es wird mit den Düsen das nachvollzogen, aber sie haben nicht davon, also es geht hier um Geschwindigkeitsangleichung und der IWR-Anzug hat eine gewisse Maximalgeschwindigkeit, die meiner Meinung nach nur ein Bruchteil, der von einem Raumschiff sein kann, eigentlich. Und dann würde das funktionieren, dann würde das leichte Hinabsenken wie auf einen Asteroiden oder sowas nicht mehr funktionieren. Wenn das so eine hohe, ja gut, wenn das links und rechts sich bewegt die ganze Zeit irgendwie. Wenn du aber rausgehst, das ist ja nicht verankert, das ist ja nur hingeschwebt quasi. Im Flug dich an dein Schiff hängen, das würde ja erstmal nichts ausmachen, solange du keine Beschleunigungskräfte nach links und rechts hast. Schau, die Beschleunigungskräfte werden nur dann übernommen, wenn du gekoppelt bist. Das könntest du mit den Enterstrahlen machen. Die Magnetboots, die das früher konnten, gibt es nicht mehr. Du kannst dich nicht an ein Raumschiff dran kleben mit dem jetzigen Zeug. Die neue Technik ist Align to Surface, das haben wir vorhin besprochen.
und da wirst du auf das Objekt ausgerichtet, aber die Thruster tun so, als wäre es Gravitation da und drücken dich runter quasi. Aber dezent. Und du kannst dich dann eher so im Ninja-Style über den Boden hinweg bewegen, als würdest du laufen. Und wenn du dann abspringst, bist du wieder im IWE-Modus und kannst dich mit der maximalen IWE-Geschwindigkeit bewegen. Aber der IWE-Anzug funktioniert und macht die Arbeit für dich quasi, dass sich das so anfühlt, als würde da Boden sein mit Gravitation. Sozusagen. Das ist halt ein neues System, das Gut, bald du kommen musst ja wird. auch Asteroiden mit Prospektor abbauen können oder kleinere, die sich vielleicht ein bisschen bewegen. Und da gleichst du dich ja auch mit deiner Prospektor ab. Das Ein wäre. bisschen bewegen ist kein Pilot, der an einem Ja, Kamin aber ich eiert. denke, natürlich ist es so, wenn ja einmal einer repariert wird, muss er sich. Aber natürlich ein stillstehendes Schiff ist immer noch leichter zu treffen oder leichter zu Ja, zerstören wie auch dann ein. leichter zu reparieren in dem Falle. Aber Ja, wenn du aber leichter in zu einer treffen bist, ist Kampfsituation wäre es doof, vielleicht ne? ganz gut, ein Großkampfschiff, das sich noch bewegt und während Oh. Bewegen noch reparieren zu können. Das Ey, wäre von cool, außen, aber von ich außen, habe das von innen und Bauchgefühl, außen. dass die Technik, so wie sie es bauen, das gar nicht ermöglichen wird, weil es logisch nicht funktionieren würde. Weil die nicht schnell genug hinterherfliegen können, sobald es schneller fliegt als die Drohnen. Ja gut, ist ja wie mit den Geschossen oder wie mit Raketen. Ja, das hat Bei Raketen ist logisch, so, physikalische, ja. wenn das Schiff neben dem anderen fliegt in einer gewissen Geschwindigkeit, dann müsste das hier so sein, dass die Drohnen die Geschwindigkeit bis zu dem Punkt mithalten können. Also wenn du so ablässt, weil sie mit der Geschwindigkeit starten Ja, wie das und wenn andere der einmal Schiff. nach links steuert, dann sind die weg. Das darf er dann. Oder Er nach muss ja rechts ein oder nach bisschen oben und korrigieren unten. dürfen sie. Das kommt ja immer darauf an, wie stark die Korrektur ist. Die Outfaster. Und ich denke mal schon, dass sie sich auch ein bisschen verankern können. Ich Weil habe das sonst. Gefühl eben nicht. Und das unterscheidet eben die Crucible, das ein richtiges Raumschiff ist, das sich mitbewegen kann, wo man dann Jesse, kannst du theoretisch parallel mal. fliegen kann und ein Arm ist, der dann physikalisch mit der Crucible verbunden ist und dieser Arm, da wird das Material aufgetragen quasi und repariert. Das ist ja ein eigener Job eigentlich und diesen Job würdest du theoretisch in verkleinerster Form mit dem Handteil wie auch mit der Drohne machen. Aber die Drohne ist jetzt auch nur ein Flugobjekt eigentlich und kein magischer Gegenstand. Ja, das schon. Jesse, da wo sie das Video gezeigt haben davon, die Animation, wo die Drohnen rausgelassen werden, da sieht man ja die Drohnen ein bisschen. Ja, Kannst du das mal gehe ich noch, aufmachen, wenn es ich gehe geht? nochmal zurück. Ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen geguckt auf die Sachen, die man im Moment bei dem VIP Early Bird Sachen sehen kann, also als Concierge. Und ja, habe ich gerade schon mal eingeblendet. Ich glaube, das ist alles, was man sehen kann. Also, wenn ich noch was vergessen habe, schreibt mal im Chat, hey, klickt mal noch dahin oder dahin, da ist auch noch mehr. Dann gehen wir jetzt mal zurück auf die. Gehen wir mal zurück auf die Drohnen. Gucken wir mal, wo wir die jetzt am besten sehen. Das müsste hier sein. So, hier sehen wir sie von außen. Jetzt von innen. Es dauert natürlich ein bisschen, bis ihr es seht. Okay, also vielleicht in der Zwischenzeit, bis Jack das bei dir im Stream angekommen ist. Ja, kannst du mal stoppen, wo man es ja gerade ein bisschen deutlicher sieht, die Drohnen selber? Oh, jetzt, Oder? ja, einen Moment. Jetzt habe ich natürlich genau auf die Leiste gedrückt. So. Vielleicht hat ja unser lieber Herr Matthias bei mir im Channel das schon. So, hier sehen wir sie jetzt mal von der Seite. So, also vielleicht in der Zwischenzeit nochmal so ein bisschen, also die wurde ja im Chat auch schon diskutiert, 200 Euro, wenn man das auf Euro gestellt hat und wenn man, ihr habt es im Chat sicherlich schon gelesen, wenn man es auf US-Dollar stellt, dann mit Gebühren und allem drum und dran kommt man so bei 180 rum raus.
Also, Euro ist gerade sehr stark wieder im genau, also Verhältnis von es vor kurzem wieder würde, so ein genau, bisschen. es würde jetzt wahrscheinlich sinnvoll sein, oder nicht nur wahrscheinlich, es ist im Moment sinnvoll, das Ganze auf Dollar zu stellen. Gut, Jack, was sagst du? Guck mir das jetzt gerade auch nochmal so genau, habe ich es davor nicht angeguckt. Aber du hast eigentlich eine gute Stelle. Ich finde, dass die zeitlichen Teile, was man da sieht, gar nicht unbedingt nach Reparaturwerkzeug aussehen. Nach meinem Ding. Ich weiß nicht, ob der dann eher mit so einer, wir kriegen doch die Reparatur, Pistolen da mehr oder weniger, mit dem Ne? die Sachen reparieren, ob das eher auf die Technik funktioniert und Ja, da. ich glaube, all die Reparaturtechnik basiert auf einer größeren Version. Also die detaillierteste Version, die sie uns gezeigt haben, war die bei der Crucible. Da haben sie uns gezeigt, dass es da eben verschiedene Metalle gibt, die man da mischen kann. Und Ne, dass es wie eine man das gewisse, aufträgt, wie man es repariert. Also eben nicht mit was einem vermitteln soll. Strahl, und dass man da auch eine gewisse Ja. Temperatur einhalten muss und einen gewissen Pro, dass man einen Sweet Spot hat an Geschwindigkeit und Qualität quasi, den man erreichen kann. Und das ist halt dann eine Art Minigame auch für sich, das Reparieren in der komplexesten Form. Die leichteste Version war die mit dem Handteil. Da hat man dann Genau. unterschiedliche Kartuschen gehabt, die man vielleicht wechseln musste, vielleicht sogar, wenn man jetzt eine vollständige Reparatur von etwas machen will. Bedeutet, man hat dann mehrere Kartuschen, die man mit verschiedenen Materialien, die man dann vielleicht auch braucht, und das zeigt das Gerät höchstwahrscheinlich an oder was man braucht, und dann hat man es dabei oder es verbraucht sich auch. Also irgendwo müssen auch diese Drohnen dieses Material, das sie auftragen, speichern können, nicht unendlich arbeiten, vermute ich einmal, wenn das beim Design bleibt, weil Rührt aber auf das, was ich heraus wollte, dass ich das untermauere, was ich vielleicht vorher gesagt habe. Da Alex sagt es gerade auch, die seitlichen vier sehen aus wie entweder Greifer und oder sag mal so seitlichen vier. Gelenk. Das sind vier Auf so. vier, auf all, also oben, also hier vorne, was auf der Vorderseite ist, haben wir zwei so längliche Teile, oben und unten, und auf der Rückseite von uns jetzt, von der Position, es sind die gleichen auch. Also sind vier Stück. Ja. Aber das sieht mir jetzt eher unpraktisch als jetzt Greifer, der zum Reparieren gedacht ist, Ja, sondern. ich schon, weil da unten in der Mitte ist der Angelpunkt, okay, von der Aufhängung sozusagen. Die zwei Antennen können noch dazu. Oder vielleicht sind das auch vier? Keine Ahnung. Das kann schon sein. Aber es hat die Also auf alle wichtig, Fälle. wichtig ist natürlich noch, man muss diese Dinger aus diesen Kontrollstationen benutzen. Also da müssen Spieler sitzen, die dann genau das machen, was Röders gerade gesagt hat. Die verschiedenen Energieströme da entsprechend des Minigames, was auch immer das sein wird, dann kontrollieren. Und da wäre es wahrscheinlich recht schwierig, wenn du jetzt, also es kommt jetzt darauf an, wie schwer das Minispiel ist, aber wenn man sich jetzt überlegt, du hast so ein Minispiel da, um das, zu optimieren, wie gut du das reparierst, und dann sollst du das Ding gleichzeitig auch noch fliegen, neben einem anderen Schiff, das vielleicht auch gerade im Fliegen unterwegs ist, dann wird es vielleicht ein bisschen viel. Also ich kann mir das Ja schon gut, wenn es vorstellen, aber dass sie sagen, andockt. dass das andockt und sich da festklammert und dass du dann sozusagen mit dem anderen Schiff verbunden bist. Ja, und Könnte so ich mir sieht es eigentlich für vorstellen. mich aus. Kann natürlich auch anders funktionieren. Aber das wäre natürlich sowieso dann Reparatur während dem Kampf ist sowieso dann für die Pro-Gamer, glaube ich. Ich glaube, es ist technisch nicht. Das ist einfach, glaube Wir ich, gar gucken kein einfach mal, Designziel ist. Röders, wir gucken einfach mal, was nächste Woche, vielleicht gibt es ja in der Broschüre oder irgendwo dann mehr Informationen zu Ja, den gut, da sehen wir dann die Bilder Drohnen, wieder. und dann gucken wir mal, was nächste Woche. Weil ich glaube, da glaube ich mal, das werden wir heute nicht lösen können. Ja, man könnte es sich noch im Game überlegen. Also, angenommen, wie ihr jetzt hier beschrieben habt, im Kampfeinsatz reparieren. Die Dinger halten ja nichts aus, wenn die kaputt gehen. Was machst du denn eigentlich noch mit dem Schiff? Stell dir vor, du bist jetzt in irgendeiner längeren Mission, irgendwo am Arsch der Welt, irgendwo im letzten Planeten, hinter Tupfingen. Und deine Drohnen sind kaputt von dem Schiff. Von Hochstadt, was hast du denn? Und kleine Transporter und einen kleinen Laderaum. Ja, da passen dann Genau. sicher 10 Drohnen drauf. Ja, wenn die alle kaputt sind.
dann hast du 14 Drohnen verballert. Ich meine, Holla Trio, dann hast du irgendwo, wo ist die Endlichkeit, wenn es nicht so wäre? Du hast ja, dann hast du das halt Problem, wie halt wie das Schiff bei Episode 1, wo durch die Blockade sind. Da war dann auch bloß noch einer ganz und hat dann reparieren können. Dass solche Drohnen Transportgut sind in Frontgebiete, gehe ich fix davon aus. Also, dass man die auch dann in Massen transportieren wird. Das, warum nicht? Sie haben ja die Raumschiffe, die in Massen transportieren. Ja, aber das ist ja das Schöne darum, dass sobald du die dann freilässt und du hast jetzt wahrscheinlich so ein Raumschiff und dann keine Drohnen mehr, dass du die Drohnen dann einloggen kannst und dann verwendest du die Drohnen, als wären sie halt deine gewesen vorher. Weil es halt Standarddrohnen sind eigentlich in dem Fall. Also für das Raumschiff und vielleicht sogar für die Größe von Raumschiffen. Vielleicht kann Connie irgendwann auch so ein Ding, weil die haben ja gesagt, da gibt es Multipurpose Sitze quasi. Vielleicht kann man dann auch ein paar von den Drohnen damit und da hast du in der Connie könntest du sicher, weiß ich nicht, 20 so nebeneinander hinstellen, ohne Probleme. Also du kannst dann natürlich immer nur pro Arbeitsplatz eine Drohne effektiv benutzen. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt auch. Die Limitierung ist nicht sozusagen, die Limitierung sind die Arbeitsplätze, die mitgebracht werden im Konvoi. Und wenn du sagst, ja, ich mache nur Drohnen, dann hat das halt weniger Feuerpower. Und wenn du sagst, okay, ich vermute schon, dass es dann eine vernünftige Menge an Drohnen gibt, die man in so einen Kampf mitnimmt. Also da spricht Chris schon einen Punkt an, der sicher Gameplay wird, gehe ich davon aus. Was mich jetzt einzige, was mich an dem Schiff stört, ich glaube, das... Behalte es mal noch kurz, ich wollte da noch Fröders noch kurz antworten. Ich glaube, es kommt am Ende drauf an, wie effektiv sind denn die Drohnen und braucht man die wirklich dann im Kampf? Also das werden ja die Spieler dann rausfinden, sobald es die mal, also wenn es die dann gibt, dann wird man sehen, ja, haben die jetzt einen Einfluss auf den Kampf oder ist es eher etwas, wo man sagt, okay, die sind so schnell abgeschossen und so unnütz, dass man sie weglässt. Und dann werden sie vielleicht verbessert, das kann natürlich sein. Also das kommt auch immer noch drauf an, was dann am Ende die Spieler draus machen. Check. Ja, das Einzige, was ich jetzt ein bisschen bemängel, das sieht ja cool aus mit den Drohnen. Aber wer hat jetzt angesprochen, glaube Jesse oder was Röders gerade mit, dass er theoretisch, da ja gar nicht viel dahinter ist, Drohnen zu transportieren und ihr wegzulassen. Damit macht sich das Schiff als Alleinstellungsmerkmal, wenn es jetzt keine andere Methoden hat, was zu reparieren. Eigentlich ein bisschen. Wenn Drohnen eine Ressource sind, die man in einen Kampf mitnimmt, dann wird dieses Raumschiff die Arbeit, diese Drohnen zu kontrollieren und dann wieder mit diesen zusätzlichen, schau, die können ja dort angedockt werden, die musst du ja auch refillen. Also auch die Drohnen haben Materie drin, die verarbeitet wird und die sich auch wieder verbraucht. Also da ist eine ganze Logistikkette dahinter in Wirklichkeit. Und ich sehe das, also das Design, das sie uns da präsentieren, dass Drohnen nur dann funktionieren, wenn auch ein Arbeitsplatz besetzt ist und dort ein Mensch oder eben eine spezielle Ersatz-KI, die aber auch irgendwo, da gibt es ja Gesetze, also KI ist ja etwas Verpöntes in dem Zusammenhang, aber im Großen und Ganzen limitierst, du definierst mit so einem Raumschiff zwei Support-Arbeitsplätze, die im Endeffekt Drohnen wieder in Verwendung und auch kontrollieren und machen. Also ich verstehe nicht ganz das Problem, das du jetzt siehst in dem Zusammenhang, dass es irgendwie imbalanced wäre. Oder? Nein, weil ich finde, dass so die Mechanik und was man auch gesehen hat, theoretisch können sie das so machen, dass man auch von zum Beispiel einen Conny-Arbeitsplatz also da auf den Bildschirm bringen kann, was die Drohne tut, damit wenn du so einen Arbeitsplatz vorbereitet hast, dann brauchst du höchstwahrscheinlich eine spezielle Drohnensende-Empfangseinheit, wo es docken kann, wo dann die Materie nachgeschoben wird. Du hast dort dann wieder, das ist ein ich hoffe, dass ich die Conny, dass ich einen Arbeitsplatz für so eine Drohne rüsten kann, quasi. Ja, aber dann ist es ein spezieller Arbeitsplatz für genau diese Aufgabe. Ja, aber Problem ist, hier ist ein komplettes Schiff, das dafür ist.
Das ist ja schon ein Multi, das kann nachtanken, hat einen extra großen Tank zum Abgeben von Treibstoff und es hat Reparaturdrohnen, das ist halt das, was wir die ganze Zeit reden, und es kann auch Munition und Raketen und andere Dinge nachliefern. Also es ist wenig speziell eigentlich für Support. So, aber das Ganze natürlich, was Chris vorhin gesagt hat, nur so lange, wie es selbst halt noch Tank im Tank hat, ja, und noch Drohnen da sind. Und wenn die alle sind, ja, dann hat man Pech gehabt. Dann fliegt man mit einem Schiff rum, das nichts mehr machen kann, also außer die 12 SCU durch die Gegend fliegen. An dem Schiff fällt irgend noch ein Ding, das noch zusätzlich, also die Crucible hat ja die Arme selber dran, also dass das Schiff selber noch irgendwas hat, mit dem es die Reparatur ausführen kann, wo es vielleicht etwas intensivere Reparaturen wie jetzt die Drohnen ausführen kann zum Beispiel, dass du mit den Drohnen also die Nebenarbeiten gut erledigst und mit dem Schiff, aber das fehlt ein bisschen an dem Schiff, finde ich. Da vielleicht kommt so eins noch, wo jetzt das noch kann in der Größe. Eine Prospektor-Variation, meinst du? Ja, weil die Prospektor ist selber das Arbeitsschiff und die Prospektor hat nicht einfach irgendwie die. Ja, also wir haben ja schon darüber gesprochen, die Prospektor zum Reparieren verwenden. Weißt du, so die Umrüstung von der Prospektor, die da so anheftet und die großen Schiffe quasi und dann mit diesen Laser quasi halt dann repariert, weil von der Optik scheint das halt einige Leute witzig zu. Also ist es auch. Ja, deswegen ist es noch so coole Schiffe. Ja, also vielleicht so eine Community und nicht. Also vielleicht kommen dann noch, also sie sind bestimmt noch nicht am Ende mit den Schiffen, die sie einbauen wollen, weil sie müssen ja auch dieses Jahr wieder, sagen wir mal, 6-7 Konzeptverkäufe organisieren. Also es ist ja noch ein bisschen Platz für so ein Schiff, was du jetzt ansprichst. Okay, ja, dann würde ich sagen, haben wir zur Vulkan für diese Woche erstmal alles gesagt und dann haben wir ja nächste Woche dann die volle Breitseite an Informationen, wenn dann der Sale losgeht am 22. Da wird es ja dann noch mehr Informationen geben. Am nächsten Freitag ist ja dann auch das RTV, also Reverse to Verse, geht dann um die Vulkan, also da werden sie dann die Gäste entsprechend zu Gast haben. Gut, jo, dann machen wir weiter zum, ja, was jetzt schon kaufbar ist, haben wir gezeigt. Das heißt, ja, sind wir durch soweit und machen jetzt weiter mit dem nächsten Schiff. Das ist die Terrapin. Die haben wir ja gestern dann im zweiten Teil gesehen von Around the Verse. Und dann gehen wir da mal nochmal hin. Es ist immer noch ein gelungenes Schiff, finde ich. Ja, und das möchte ich nämlich am Anfang auch gleich mal loswerden. Also die Anvil Terrapin ist ein Schiff zur Erkundung der unbekannten Weiten des Weltalls. Und es ist ein Schiff, was mich, also als ich es jetzt nochmal gesehen habe, halt wirklich anspricht. Also viel so dieses, du fliegst irgendwo hin und du hast genug Rüstung an dem Schiff dran. Du hast Scanner und kannst da hin und her suchen, was alles. Hast halt wirklich so ein, ja, du kannst halt ins Unbekannte fliegen und musst dich halt nicht wirklich... oder das ist jedenfalls der Sinn dabei, die Idee, dass man halt trotzdem das mit einer gewissen Unbesorgtheit machen kann. So, und jetzt gucken wir hier mal ein bisschen rein in die Szenen. Ich glaube, die Form war von Anfang an schon ziemlich cool. Ich fand, dass dieses Ventilieren, also dieses Aufklappen quasi, fand ich sehr cool, genauso wie, dass man auch das Cockpit komplett so stealth-mäßig quasi, dass man auch die Temperatur speichern kann, wenn man irgendwas am Scanner hat oder das kommt vorbei, könnte man sich dann als Terrapin-Pilot entscheiden, okay, machen wir schottendicht, so U-Boot-mäßig so ein bisschen und dann so sagen, okay, ich muss nicht immer weglaufen, ich kann mich auch einmal verstecken oder sonst irgendwie. Und wenn ich beschossen werde, habe ich richtig Armor, also so eine, diese panzermäßige, so
also von einer Schildkröte ein bisschen. Ja, und das in der Formsprache, das die Formen, also ich fand die Form, also ich würde es cool finden, wenn wir mehr Raumschiffe hätten, die so einen, die diese Art von schlichterer und trotzdem ausgefeilt quasi ein bisschen in die Richtung gehen, weil dieses, dass man im Weltraum eher praktische Formen nimmt und nicht immer nur sozusagen so Korallen baut quasi, finde ich halt eigentlich ganz cool. Und diese nah anliegenden und diese Fraster und ja, das ist so ein bisschen das, ja, in die Richtung ist ja dann auch die Cutlass geworden im Endeffekt. Also das hat, ist ja dann eher Richtung Therapien weiterentwickelt worden quasi, von der Form her. Und weniger wie halt ja, die ersten naiven Versionen, sagen wir es mal so. Rework, yeah. Und Therapien war halt auf Anhieb cool, fand ich es damals schon irgendwie. Okay. Dann haben sie eine Weile drüber gesprochen, was die Truster angeht. Und zwar ist im Moment bei den Manövrier-Trustern noch nicht implementiert, dass die überhitzen können oder ja, wenn man die jetzt zu sehr beansprucht, dass dann da Probleme auftreten und man dann in eine Richtung nicht mehr so richtig fliegen kann. Und was sie auch machen wollen, ist auf der also in der Atmosphäre soll die Gravitation dann halt auch wirklich auf die Schiffe wirken und die Manövriertruster werden dann die, die versuchen, die Gravitation, also wenn man jetzt irgendwo schweben möchte, dann würden die Manövriertruster benutzt werden, um dieses Schweben hinzukriegen. Und dabei würden sie halt schnell überhitzen, weil sie sind eigentlich dafür da, dich schnell in eine Richtung zu bewegen und nicht dafür da, eben über lange Zeit den Trust also rauszugeben. Und bei der Terrapin, das haben wir ja schon gesehen, die hat diese V-Tails, dass man die Haupttriebwerke nach unten drehen kann und die Terrapin wäre ein Schiff, das in der Atmosphäre für solange der Treibstoff reicht, eben schweben kann an einer Stelle. Da hört man jetzt schon raus, dass es nicht so bleibt, wie es jetzt ist, wo man ewig auch in der Atmosphäre stehen kann. Genau, das wäre die Konsequenz daraus, ja, dass andere Schiffe das nicht können. Also ich vermute mal, dass es diese physikalische Übergabe von der Gravitation sowas mit dem Grid-System auch hat. Da könntest du recht haben, ja. Wenn sie es mal generell beigebracht haben, die Kräfte zu übergeben, dann wird dann der Planet die Kraft quasi auf das Raumschiff übergeben und sagen, hey, jetzt hier geht's runter eigentlich. Ja, lange erhofft. Aber sehr schwierig wahrscheinlich. Also technisch sehr komplex und denke ich auch. Von der Stange genau. Neu gebaut. Da warten wir mal jetzt noch ein bisschen ab, bis das kommt. So, dann haben wir hier den Daniel Kamensky. Sie haben ja gesagt, 2 oder 3, 3, war er selber sich nicht sicher, wann es reinkommt. Was jetzt? Die physikalische Übersicht. Ach so, ja, ja, die physikalischen, ja, die waren später. Jetzt die Terrapin ist für 3.1. Er hier hat das Innere des Schiffs erarbeitet und er hat als eine Sache, die er gesagt hat, ist, dass sie ja für jeden Raumschiffhersteller so eine Art Style Guide entwickelt haben, der halt sagt, wie baut der das Schiff und wie sind die Formen, was für eine Sprache, welche Designsprache und hier sehen wir halt bei Anvil halt auch diese das sechseckige Interieur, also in der Designsprache sozusagen, was dann halt auch mit dem Äußeren sozusagen kohärent geht. Und da hat er halt, das ist halt hier das erste Schiff, wo sie das wirklich, diesen neuen Style Guide für Anvil, so richtig umsetzen. Jetzt hier das Cockpit ist auch ziemlich cool geworden. Hat er noch gesagt, dieser Joystick, den man da sieht, den hat er von einem aktuellen
Kampfjet kopiert. Ist er ganz stolz drauf. Sieht auch ganz cool aus, muss man schon sagen. Es ist halt eins mit einem Schieberegler auf der linken Hand. Das sind die ganzen etwas gemächlicheren Flieger sozusagen. Obwohl, naja. Ja, weiß ich nicht. Okay, dann haben wir hier noch die Sicht mal drumherum. Dann haben wir natürlich in der Mitte diesen Sitz für die Scanner. Ja, und dann haben wir das Schadensmodell, also Schadenszustände. Hier sehen wir jetzt, der Patrick Salerno hat sich darum gekümmert. Also er kriegt das Schiff, da passiert erstmal gar nichts. Und wenn er drauf schießt, und dann guckt er halt nach und nach, wie wir das hier sehen, wo könnten jetzt irgendwelche Sachen abfallen, also hier diese Flügel, die da an der Seite sind, die man hochklappen kann. Diese Sachen schaut er sich dann bei jedem Schiff an, um dann rauszufinden, okay, wo könnte man jetzt da entsprechend Beschädigungen einbauen, dass dann ja, und wo, wenn es ganz zerstört wird, wo fliegt es dann auseinander? Dann haben wir hier Weil diese das, Sache. ich fand es ein bisschen lustig, dass sie da wieder gezeigt haben, ja, ich schieße ja in eine Ecke und dann explodiert das also ganz so. Aber eigentlich ist es sehr praktisch nur für mich als Designer, damit ich checken kann, ob das richtig explodiert oder hier, wie man sieht, dass es das halt richtig kaputt geht an der Stelle, wo da normal sein Laser einschlagen würde, sozusagen. Das ist, ja. Hat halt noch viel mit dem HP-Balken zu tun, würde ich sagen, von letzter Woche. Der halt. Klar, also Hey, sie haben jetzt hier aber auch gesagt, was wir jetzt hier nicht in Blau sehen, was jetzt hier nicht blau markiert ist, diese Teile, die sind extra schon, also das sind Komponenten, die im Item System 2.0 dann dran gesteckt werden können. Also beim Cockpit haben wir es gesehen und in der Mitte in diesem Scanner Dom in diesem Kreis. Und da sind sie im Moment dabei, sozusagen, das sagt er auch, dieses ganze Schadensmodell und alles, was dazugehört, jetzt ins Item System 2.0 zu bringen. Also auch die Komponenten, die dazugehören. Das alles natürlich dann richtig verdrahten, damit halt diese Effekte, die wir jetzt hier sehen, dann auch richtig funktionieren. Und dann, das haben wir ja letzte Woche gehört, wenn das dann mal ist, wenn man alles im Item System 2.0 hat, dann können sie halt irgendwann auch von diesem HP-Balken für das ganze Schiff dann halt wegkommen und dann wirklich zu diesen einzelnen Komponenten zerstören, hingehen. jo, nächste Komplexitätsschicht könnte man oder Ebene oder Genau, Dimension. ja, genau. Gut. Ja, das haben wir schon gesagt. Dann haben wir hier noch ein paar Szenen in-game. Die müssen jetzt jeden Moment kommen. Habe ich den Start? Da sind sie. Und zwar erstmal außen nochmal. Hier im Hangar. Und dann sehen wir gleich nochmal, dass hier die Triebwerke. Ich finde, das Schiff hat insgesamt eine Silhouette und auch so, was Röders vorhin gesagt hat, wie es aufgebaut ist, funktional. Also wirklich. Es hat was. Also jetzt hier nochmal vom Innen, fürs Cockpit, nochmal so ein Rundgang, das große ist es ja nicht. Hierzu auch zu den Komponenten sehen wir hier schon. Und dann gibt es hier auch noch die Notfallbeleuchtung, die müssten wir glaube ich auch gleich sehen. Hier auch die verschiedenen Komponenten, die man ansteuern kann. Und was sie dann am Ende noch gesagt haben, sie haben jetzt hier halt dieses System mit der Beleuchtung. Wenn man halt dann die verschiedenen Schalter umlegt, dann kriegt man jetzt, dadurch, dass man das systematisch gebaut hat, kriegt man jetzt halt vieles auch durch das System schon, diesen Schalter hier meint er, kriegt man halt vieles schon geschenkt, dass dann automatisch die Notfallbeleuchtung angeht. Und wenn man, also da sind sie jetzt auch so weit, dass man einiges immer mehr halt systematisch geschenkt bekommt an coolen Effekten. Okay, die Terrapin ist sozusagen das erste Raumschiff, sozusagen der Prototyp für Innenraum-Item-Zugänglichkeit, so wie es eigentlich für alle Spiel
weiteren Raumschiffe geplant ist, wo es auch schon wirklich mit der Technik gemacht wird, die dann generalisiert überall funktionieren wird und nicht hart geskriptet ist, wie auf der Idris jetzt zum Beispiel. Ja, das könnte die erste sein, also ja. Ich hätte es noch nicht so in der Form... Müsste man jetzt nochmal genau gucken, aber da könntest du recht haben, dass das wirklich das erste ist. Das so, wie ich das... Boah. Also schade, dass sie da jetzt nicht erwähnt haben, dass gleich die Außenplatten auch schon Items sind, die dann auch so funktionieren werden. Aber zumindest sind das einzelne Teile und Segmente und die Oberfläche muss ja überall abgeschossen werden können. Also das gibt ein Schadensmodell, das halt auch sofort visuell Feedback gibt. Und dann gibt es halt eine Zerstörung, die damit zu tun hat, wo man wirklich trifft quasi. Und diese Explosion wird nicht immer getriggert werden, nur weil wir sie jetzt immer gesehen haben. Also das ist vielleicht auch nicht unwichtig zu erwähnen. Ja, davon aus. Ja. Also das, was wir gesehen haben, war ja jetzt eher Versuchsanordnung. Und ja, zum Ausprobieren, ob das, genau, was man da ist und doch geht und so. Ja. Störtebecker schreibt es ganz schön im Chat, das ist eine Ereignishorizontpistole. Ja, genau. Sehr schön. Sehr cool. Eigentlich sollst du einen Zauberstab in die Hand drücken das nächste Mal. Die Pistole ist irreführend. Okay, also, dann machen wir jetzt am Ende noch dieses Segment über die Terrapin. Gucken wir noch ein bisschen auf die Pipeline-Updates. Also, welche Schiffe sind gerade wo. Und da haben wir als erstes die Constellation Phoenix. Die, da sehen wir gleich Szenen draus. Da sind sie. Und zwar ist die am Anfang der Greybox-Phase. Also wir haben hier die Bar, den Barbereich und hier ein paar Sitzplätze, Schlafkabinen und so weiter. Also da sind wir am Anfang der Greybox-Phase. Dann haben wir als nächstes die Hurricane. Da haben wir sie, ist am Ende der Greybox-Phase. Dann kommt als nächstes die Hammerhead. Die ist ebenfalls in der Greybox-Phase. Da haben sie jetzt nicht speziell Anfang oder Ende gesagt. Oder Jared hat es nicht gesagt. Dann haben wir als nächstes die Überarbeitung der Mustang. Achso, hier haben wir noch von der Hammerhead die Geschütztürme natürlich. Hier haben wir jetzt die Mustang. Und dann haben wir als letztes noch die Avenger. Die in, also das Rework natürlich. Die dann in der Final Art Phase sind. Oder ist. So. Ich weiß nicht, die Mustang sah früher einfach besser aus. Ja, ich gucke. Wir können nochmal zurückgucken. Ich hatte jetzt, da ehrlich gesagt, so, da, da haben wir sie nochmal. Was hat sich jetzt, was meinst du jetzt, in welche, also ja, was? Früher einfach kantiger, eckiger, aggressiver. Ja, das stimmt. Jetzt sieht sie so 0815 aus. Ich denke, das macht dieses große, runde Glas da vorne nah am Cockpit, oder? Das auch. Weil der Rest ist durchaus noch kantig. Es musste ja, es war ja ein bisschen zu klein für den Avatar in dem Zusammenhang. Und deswegen war das ja notwendig. Weil es sollte ja eigentlich ein kleines Schiff sein. Vom Design her. Es war halt ein bisschen zu schmal. Und vielleicht ist jetzt das Glas der Kompromiss, den sie gemacht haben, damit der Avatar vorne sitzen kann. Ja, irgendwas musste ja passieren, das stimmt. Ich weiß nicht, aber es passt halt dieses runde Glas, oder, ja, das passt nicht so richtig zu dem eckigen, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja. So. Wenn das jetzt ausgeboxt wäre, wäre das relativ viel halt, ne? So, immer nochmal. Im Chat wird gefragt, was war die Hurricane gleich nochmal für ein Schiff? Das war eine Glaskanone, dieses dreieckige. Mit dem Turret, starken Turm, ja. Genau, mit dem Main Power von der Turret quasi. Hier sehen wir es auch. Auf der Turret waren vier Buffen drauf, also richtig, also
Sie haben Glaskanone dazu gesagt halt. Ein also kleines Schiff, das gegen größere Ziele dachte. Sehr spezielles Raumschiff eigentlich. Hit and Run Schiff sozusagen. Ja. Also der Conny und größere, die Ecke zielt die ab, als gegen andere Jäger, die wahrscheinlich eher ununderpowered vom Antrieb her. Genau, also es geht vor allem um den Geschützturm. Und der so, und plus die Waffen, die sie vorne noch hat, und dann, dass man dann genug Power hat, sozusagen. Gegen große Geschütze. Ja, was sind es? 4 Size 3 Waffen auf dem Turm drauf, das ist schon heftig. Genau. Okay, dann machen wir noch, haben wir noch 4 Schiffe, die in 3.1 kommen sollen. Also in 1,5 Monaten. Und zwar, na, jetzt. Und zwar haben wir die Razor, die Reclaimer, die Cyclone und die Terrapin. Terrapin haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Und da sehen wir jetzt gleich noch einige Animationen. Die Animationen haben wir, glaube ich, vorhin schon gesehen. Nee. Doch. Doch, die haben wir vorhin schon gesehen. Das ich will jetzt wirklich keine komischen Erwartungen wecken, weil ich mich die Woche schon drüber aufgeregt habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Reclaimer mehr kann als fliegen, ist 0,2%. Oder glaubst du, kann man mit dem dann schon mit dem Arm sich bewegen und Dinge machen? Aber ich glaube, nein. Also ich würde jetzt erstmal sagen, die fliegt nur. Ja, okay, so ähnlich wie jetzt die Starfarer. Gut, den Arm kann man wahrscheinlich vor und zurück machen, wie bei den Wendelschiffen, die Blades. Vielleicht. Das kann sein, ja. Aber ich glaube, dass, also die Spielmechaniken, die kommen dann, wenn die Spielmechanik reinkommt. Weil an sich würde unten jemand drin sitzen, der das dann kontrollieren kann, irgendwie. Also, so ein bisschen was wäre schon so, wäre schon über alle Erwartungshorizonte hinweg. Ja. Also ich würde jetzt nicht zu viel erwarten. Es ist ja eher ein Bugfixing-Patch jetzt. Und ja, gut, es kommen ein paar Raumschiffe da rein, aber deswegen würde ich jetzt eher sagen, nicht zu viel erwarten. Im Chat wird auch gesagt, nur fliegen. Das denke ich ist wahrscheinlich. Okay, dann haben wir zur Terrapin alles gesagt. Und dann machen wir jetzt noch das letzte Thema, nämlich Reverse the Verse von heute Vormittag, Nachmittag. Die Spielmechanik und die KI. Da sprechen wir jetzt als letztes drüber. Und ja, machen wir hier mal, blenden wir das mal ein. Da haben wir sie. Da haben wir auf der linken Seite, das ist Dan Trapper oder Trappen. Habe ich nicht ganz genau verstanden. Lead System Designer und auf der anderen Seite natürlich Todd Peppy, der sich darum kümmert, was in die Patches reinkommen soll. So. Dann machen wir hier schreiben wir oben noch das richtige Thema hin, über das wir jetzt sprechen. Nämlich Reverse the Verse, Spielmechanik und KI. Also. Gut, das muss ich jetzt hier von meinem Blatt Papier alles raussuchen. Okay, also machen wir mal so ein bisschen vielleicht machen wir erstmal den Dan, weil den haben wir glaube ich noch nicht gesehen irgendwo. Sagen wir erstmal, was er so macht. Also er ist wie gesagt Lead System Designer und hat sich vor allem im letzten Jahr um das Actor Status System gekümmert, also das ist das Ganze mit dem Lebenspunkte, Atmung und so weiter, also alles was dazugehört. Und dann das ist das eine und dazu gehörend ist ja auch dieses Raumsystem, wo dann Sauerstoff, das ist das deutsche Wort, Sauerstofflevel zwischen den Räumen verteilt werden. Also man macht eine Tür auf und dann verteilt sich entsprechend
die Atmosphäre da oder wird halt rausgezogen ins Weltall. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass das nicht instant passiert, sondern dass es eben, egal wie groß die Tür ist, es dauert immer eine Zeit, bis die ganze Luft raus ist oder sich ausgeglichen hat. Du musst mit extremen Druck, Überdruck arbeiten, damit du einen mittleren Raum schnell komprimieren kannst, quasi. Und dafür hat man halt eine gewisse Dynamik und das war halt wichtig, weil die Räume halt dann wirklich geschlossen sind, wenn und doch die Atmosphäre deswegen drin bleibt, weil es ein geschlossener Raum ist. Und wenn man dann eine Tür ausmacht, kommuniziert der eine Raum mit dem anderen und gleicht den Druck aus. Und wenn es eine große Druckdifferenz gäbe, dann würde sich vielleicht die Tür nicht öffnen. Das ist eine eigene Spiel. Das ist das, was wir aus Sci-Fi-Szenarien kennen. Eigentlich, oder das ist halt ein Teil von dem Spiel, dass auf einem Mond ich eine Station haben kann und auf dem Mond gibt es keine Atmosphäre. Und innerhalb der Station ist halt ein Raum und dann habe ich einen Vorraum, da muss ich durch eine Schleuse durch, damit ich da sozusagen überhaupt schnell den Raum verlassen kann, weil innerhalb von Sekunden passiert da gar nichts eigentlich. Also dauert eine gewisse Zeit. Auch ein Loch mittlerer Größe würde nicht sofort alles Luft hinaussaugen. Also da gibt es einen Durchfluss. Und ja. Phobos kann sicher Geschichten erzählen. Also. Das kann ich mir vorstellen. Okay, hallo? Dann arbeitet er noch. Dann arbeitet er noch. Also erstmal hallo Solo. Ja. Hört uns wahrscheinlich noch nicht. Muss noch was einstellen, mal gucken. Dann arbeitet er im Moment am Mining. Dazu kommen wir auch noch. Und an Usables hat er auch gearbeitet, also an Gegenständen, die man benutzen kann. So, dann lasst uns vielleicht zuerst mal über das große Thema sprechen, das auch in der Überschrift steht, nämlich die künstliche Intelligenz und die NPCs. Und dann werden wir die kleineren Themen machen, die sie so diskutiert haben. Und dann das große Thema Mining haben wir dann am Ende. So, dann lasst uns mal anfangen. Gucken wir mal. Genau, dann machen wir hier zuerst mal die künstliche Intelligenz. Und zwar war eine der Fragen, die gestellt wurde, okay, wie kann ich jetzt die NPCs denn beauftragen, irgendetwas zu tun und wie funktioniert das dann alles? Wie sieht es aus? Was kann man denn alles machen? Und da haben sie halt erstmal generell erklärt, wie sie sich das vorstellen, also so ein NPC, den man jetzt in seiner Crew hat oder über das Missionsboard dann da irgendwie anspricht, dass man dann sagt, den Auftrag erteilt und dann sagt hier, du machst jetzt, du beschießt, also du besetzt jetzt diesen Geschützturm und schießt auf alles, was sich bewegt. Dann geht das Subsumption-System her mit den ganzen Einstellungen, die man da machen kann. Die haben wir ja schon zigmal gesehen, dieses Subsumption-Tool, und dort wird dann die entsprechende Aktivität ausgewählt, die dazu passt, und die wird dann die lässt man dann ablaufen im KI-System. So, und das haben wir ja schon oft gehört, und dann macht der NPC das so, wie das halt im Subsumption-System vordefiniert ist, mit den entsprechenden Möglichkeiten, dass dann eben durch neue Ereignisse dann neue Aktivitäten ausgeführt werden können. Was sie dann in der Zukunft noch gerne hätten, ist natürlich auch, dass die Aufträge von dem NPC dann auch abgelehnt werden können. Also sie haben da als Beispiel gesagt, wenn man jetzt den NPC befiehlt, eine Kamikaze-Aktion durchzuführen, dann soll es sein, dass der eine NPC das macht und der andere dann eben nicht, je nachdem auch, wie welche Reputation in Anführungszeichen man mit diesem NPC hat. Also ja, alle diese Fragen wollen sie dann in der Folge noch einbauen. Ja, also wenn ihr was ergänzen wollt oder was
sagen wollt, an immer ran an den Speck. Ja, du weißt, ich bin da ziemlich dran. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mir das komplett reinzuziehen. Deswegen lausche ich dir da deinen Ausführungen. Sehr gespannt. Okay, dann. Die haben von der Art. Ja. Von einem Art Stack gesprochen. Also die kriegen Aufträge rein und dann werden die priorisiert und dann wird das gemacht, was wichtig ist. Oder es wird das nicht gemacht, weil es gefährlich wäre. Und dann kommt es darauf an, wie loyal ist jetzt zum Beispiel, Arbeitgeber ja. seinem Ding Captain gegenüber. Und dann macht er das, weil er ihn cool findet, und weil er ihn nicht cool findet, macht das dann vielleicht nicht so in der Richtung. Ja, ja, es ist voll Realität, furchtbar. Ja gut, NPCs, Komplexität und so. Also nochmal für alle, das anständig ist langfristig. Wir reden jetzt gerade über langfristige Sachen. Also, ja, ich bin schon duschen muss im Spiel, habe ich mich schon dran gewöhnt, okay? Dass da die kommen NPCs wir auch sind. Gleich zu. Ja. Oh mein Gott, wirklich? Das haben sie nochmal ausgebaut? Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Also, genau. Aber das erstmal genau so. In der Richtung ist das vorhin angesprochen worden. Jetzt dann weiter, also diese NPCs, die man halt dann eben ansprechen kann, oder man findet die, also findet in Anführungszeichen sie auf einer Mission und kommt dann mit denen ins Gespräch und holt sie vielleicht in seine Crew, vielleicht auch nicht. Was sie auf jeden Fall haben wollen, ist, dass man die Skills, die diese haben, irgendwo dann halt auch sehen kann und dann halt auch sagen kann, dass man den NPC dann weiter sozusagen anlernt, also im Skill verbessert, also in dem Level diese Skills dann verbessert. Also zum Beispiel jetzt beim Geschützturm, der trifft dann mehr, als er das vielleicht am Anfang gemacht hat, wenn man den entsprechend ausbildet. Und wie das genau funktioniert, das haben sie jetzt noch nicht gesagt, wie man diese Ausbildung macht, aber so in der Richtung soll man sich das vorstellen. Und die NPCs haben dann auch alle sozusagen ein Potenzial, ein maximales Skill-Level, wohin sie sich bewegen können. Und über das, das ist vordefiniert, da kommt man dann auch nicht hinaus. Und das ist jetzt ein Punkt, der dann nicht unbedingt angezeigt, also den sie nicht unbedingt den Spieler mitteilen wollen, sondern das ist dann eher etwas, was man im Spiel dann herausfindet. Okay, bei dem NPC ist es dann so, ab einem bestimmten Level kann ich dem versuchen, noch mehr beizubringen, aber der entwickelt sich dann einfach nicht weiter. Und so wollen sie es dann halt erreichen, wenn man jetzt bestimmte NPCs dann im Skill sozusagen zum Maximum gebracht hat, dass man dann auch versuchen sollte als Spieler, die am Leben zu halten. Also dann, dass man sich sozusagen sich nicht nur um seinen eigenen Charakter dann kümmert, sondern wenn man eine NPC-Crew hat, dass man dann halt sozusagen auch für die verantwortlich zeichnen soll. Das ist jedenfalls die Idee, die sie da haben. Okay. Der letzte Punkt in diesem: Wie sehen NPCs aus, was machen sie und welche Skills und welches Potenzial haben sie? Der letzte Punkt, den sie noch gemacht haben, ist, dass man auch nicht weiß, ob jetzt ein NPC, also man spricht den an, den NPC, holt den vielleicht, heuert den an für eine Mission oder so, dann sieht man auch nicht, welche Ansichten der hat, also ob der jetzt die UEE gut findet oder nicht, oder ja, also solche Fragestellungen, oder würde der jetzt für einen sozusagen den Löffel abgeben, also in eine Kamikaze-Aktion mitmachen oder nicht? Das sind dann alles Sachen, die soll man dann erst, wenn man länger mit dem NPC sich dann beschäftigt und mit dem spricht, dann rausfinden und dann sich vielleicht auch wieder anders entscheiden und dann sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht der NPC, den ich in meiner Crew haben möchte. Okay, aber das spricht so ein bisschen in die Richtung, dass man mit den NPCs, die man dann sozusagen um sich herum hat, einfach vertieft noch eine Beziehung aufbaut und dann ja. herausfindet, was abgeht. Exakt. Also das eine Design, das ich von Anfang an noch sehr episch empfunden habe, halt einfach, es sind nicht nur die NPCs quasi auf der Station, oder sondern die eigentlich die cleversten NPCs, die man braucht im Spiel, sind die Crew-NPCs, die mit dir gemeinsam funktional ein Raumschiff gemeinsam steuern können.
Und dass du da viel Kontrolle drüber haben kannst, das finde ich schon cool, also wenn ich das so höre. Ich habe mir da schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie so extrem eigenständig irgendwas machen und nur nach dem Job und ja, dass man den Job definieren kann, ist wahrscheinlich dann das Pilot oder als Captain der Job, den man macht. Was macht der NPC überhaupt, wann überhaupt und so. Das ist so dieses Makromanagement auf einem größeren Schiff, finde ich überhaupt nicht uncool. Das könnte cool werden. So, jetzt machen wir dann die Zuschauer vorhin waren natürlich auch nicht blöd, haben dann weitergefragt, wie sieht's denn aus? Okay, wir haben jetzt diese NPCs, die Crew-NPCs, die können wir in unsere Crew holen und dann machen die auf unserem Schiff irgendwas. Wie sieht's denn aus, dass ich andere Schiffe, die ich in meinem Account habe, von NPCs steuern lassen kann? Also nicht nur auf dem Schiff, wo ich gerade bin, sondern kann ich auch meine anderen Schiffe, die ich im Account habe, die ich besitze, kann ich die nicht auch noch mit NPCs um mich drumherum fliegen lassen? Jetzt bin ich gespannt. Und da haben sie, also der erste Punkt ist, das würden sie nur überlegen, wenn der Spieler selbst online ist. Also wenn man nicht online ist, dann würden sie keinen, dann würden sie sagen, dann sollte man auch keine NPC-Schiffe herumfliegen lassen können. Also kein Controlling vom Tablet aus in der Hinsicht. Also in dieser Hinsicht nicht, nein. Okay. Jetzt aber auch bei dem, du fliegst in einem größeren Schiff und dann hast du noch kleinere Schiffe, die du per NPCs um dich drumherum fliegen lässt. Auch da waren sie sehr zurückhaltend und haben gesagt, sie wollen eigentlich nicht unbedingt, dass man das ganze Flotten von einem Spieler mit einer Herrscher an NPCs gesteuert werden. Das wollen sie eigentlich auch nicht. Das heißt, also so wie sich das da jetzt, das haben sie nicht so konkret gesagt, aber wie sich das jetzt hier rausliest und was man da gehört hat, ist es eher so, okay, ein Schiff, das kann einer durchaus noch alleine machen, aber drüber hinaus über ein Schiff, da wollen sie eigentlich dann nicht hin. Da wollen sie dann lieber, dass die Wingmans fliegen können. Genau, da wollen sie dann lieber, dass die Wingmans dann echte Menschen sind. Aber, und dann kommt das Perplexe, dann zwei Sätze später haben sie dann wieder gesagt, aber für Missionen kann man sich dann wieder NPCs für die Eskorte seines Schiffs sozusagen anheuern. Ja, aber dürfen die dann in den eigenen Raumschiffen drin sitzen oder müssen das? Und das ist nicht so ganz klar, das müsste man nochmal sich ganz genau anhören, da bin ich mir nicht sicher. Ob sie gemeint haben, dass diese NPCs dann sozusagen angeheuert werden, inklusive Schiff, oder dass man die dann die eigenen Schiffe fliegen könnte, weil dann hätten sie sich ja selbst widersprochen. Also da muss man nochmal, genauer, das habe ich jetzt vorhin beim einmal durchhören noch nicht 100% verstanden. Also der vorhergehende Designvorschlag war eigentlich, dass man mit einem Schiff einer gewissen Größe quasi eine gewisse Anzahl von NPC-Wingmans dabei haben darf, weil eigentlich ich würde mal behaupten, das hätten viele damals so verstanden. So extrem weit weg können sie sich nicht davon bewegen. Also 2, 3 Wingmans zu haben oder vielleicht bei einer Conny dann auch 4 Wingmans haben zu können oder bei einer Caterpillar oder Carrack. Also ich gehe mal davon aus, eine Starfarer bräuchte eigentlich mindestens, keine Ahnung, vielleicht 3 weitere Raumschiffe, damit das halbwegs verteidigt werden kann. Ich mit Sicherheit, ja. Ganz großes Schiff eigentlich. Also ich bin mir nicht sicher, ob das schon durchdacht ist, hundertprozentig. Das würde ich auch, ja. Und so in der Richtung. Weil eigentlich, ich bin mir, also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es eben eine gewisse Anzahl von Wingmans als selbstverständlich definiert worden ist, die man auch mit eigenen Raumschiffen besetzen kann, quasi. Ja, also ich habe es immer so gedacht mit den NPCs, also schon so eine Art Begrenzung drin, aber ich glaube, das geht dann mit übers Finanzielle, dass du so andere vielleicht mehr bezahlen musst oder
Es gibt ja auch die eigenen NPCs, die kannst du eher, die sind spezialisierter, die anderen sind halt, weiß nicht genau, was du kriegst. Und dadurch das Management allein, die NPCs zu managen, wird halt immer schwerer, je mehr es sind. Und irgendwann ist da halt die Kappa vielleicht von der menschlichen Fähigkeit auch da. Mhm. Vielleicht könntest du es da einfach etwas komplexer machen, dass man dann die Komplexität allein die Menge an NPCs reduziert, die du selber steuerst. Und wenn, dann müssen andere Spieler da sein, die anderen NPCs mehr oder weniger die Kommandostruktur für dieses zu sein. Du bist ja im Grunde Kommandeur von den NPCs. Oder bist vielleicht sogar nur einer, der da Befehle von den NPCs ausführt. Das kann ja sogar auch sein. Das kurrilste überhaupt, ja. Ich bin gerne auf einem NPC-Schiff. Coole Mission, echt nice. Aber ich glaube, das wäre auch cooles Gameplay-Möglichkeit da drin. Also ich würde die Idee, der einzige Mensch auf einem NPC-Schiff als Gunner zu sein, extrem cool finden. Einfach nur, wenn es möglich wäre, bitte machen. Also ja, ja, sollte keinen Grunde Unterschied machen, ob ich in einem NPC-Schiff einen Job habe oder eben nicht eigentlich. Im Grunde hat man das ja in Spartan 42, da muss es ja so funktionieren. Also, ja, ja, klar, aber das ist ein hartes übliches Singleplayer-Szenario. Und nicht ja, aber im gewissen Rahmen muss es dann so Missionen, wo man vielleicht mal nicht im Schiff ist, kann ja sein, weil ich ja mal, Schiffe sind kaputt von der Story her und du musst dann irgendwie einen Geschützturm oder irgendwas bedienen, dann muss das rechtliche Schiff ja auch funktionieren. Ich erwarte halt in der PU dann nicht so die dichte Storyline, wenn ich dort dann in der Gunner drin sitze und dann herumtümpel auf einer Patrouille-Mission dann andere NPC-Piraten abballere. Weißt du, oder vielleicht weiß ich gar nicht, ob das ein NPC ist oder nicht. Ich treffe ihn mal. Yeah, cool, ich krieg eine Medaille von meinem Captain, weil ich so gut getroffen habe. Also nochmal zurück zum Punkt. Ich finde, ich stelle mir auch vor, dass ich ein paar NPCs in meine Wingmans reinpacken kann, aber was ich jetzt nicht so toll finde, wenn man so ein Riesenschiff also als Kommandant steuern kann, lassen kann, also oder man gibt's Kommandant, man lässt NPC-Mädel wieder für dich sagen, okay, ich heuer einen an, der jetzt Captain macht und ich bin dann halt einer, ich will dahin und will das machen und ich glaube, so. Halt, der NPC-Captain würde halt nicht selber entscheiden, wo er als nächstes hinfliegen will. Ja, der wird sich nur strikt ans Missionsziel halten. Und höchstwahrscheinlich, ja. Aber ja, wenn es jetzt keine Mission gibt, ich glaube schon, dass der Mensch dann irgendwas machen wird. Sie könnten ja auch ganz einfach machen, es gibt halt keine NPCs, die ein Schiff größer als eine Constellation fliegen können. Ja, nur das muss ja, das geht ja schon von dem Prinzip, weil 9 von 10 NPCs sind und die großen Schiffe ja von NPC gesteuert werden müssen. Also von der Technik her, also, dass sie es technisch, das ja, das brauchen sie. Aber ich meine jetzt, du kannst nie, was ich meine ist, die Spieler haben keine Möglichkeit, jemanden anzuheuern, der dann so einen großen Kahn fliegt. So kann man es ja auch regeln. Ja, das geht ja, einfach warum nicht. Sollte das nicht sein? Aber was würdest du damit beheben? Also welches Problem? Dass du, weil dann könntest du dir ja Flotten von Idris, Sie, wie auch immer da die Mehrzahl ist, zusammenstellen, einfach nur aus NPCs. Und du fliegst in einem, keine Ahnung, was für ein Schiff. In ich glaube, pro Hammerhead Idri, pro Idri, Idris. Idri, okay. Ich glaube jetzt aber, pro Idris ja. Brauchst du angeblich einen Menschen und der Rest könnten NPCs sein und du hättest die volle Kontrolle über das Ganze. Und da stellen sich halt einige Besitzer von den, vielleicht haben die ja dann mehrere, dann Idri-I, aber ich vermute mal, dass das eher die absolute Ausnahme ist und dann theoretisch vielleicht dann eine Polaris mit einer menschlichen Crew, die einfach wegballern. Obwohl sie voll funktional ist, weil sie auch ein NPC-Idri-Schiff wegballern würden. Weil das eben nicht viel besser agieren kann in einer Kampfsituation, wo dann alles drunter und drüber geht, weil ein einzelner Mensch das nicht makromanagen oder mikromanagen kann. Das müssen dann die NPCs so gut machen, wie sie es können. Und wenn die Polaris einen NPC-Idris wegballert, dann schießen sie den einzelnen Player höchstwahrscheinlich auch weg, wenn es dann hart auf hart kommt. Und ich glaube, das ist dann eher die Realität, warum es dann keinen Sinn macht, einfach von der Ressourcenvermanschung her, dass du als einzelner Mensch mit einer Idris dann, oder vielleicht zwei, wo du
als Wingman eine Idris sozusagen. Und ich glaube, das muss dann immer eine Kategorie kleiner sein, vermute ich mal. Zumindest ab Jäger quasi dann so drüber. Ja, das meinte ich halt. Also, dass das dann so ein bisschen noch irgendwo ja, in einem sinnvollen Rahmen ist. Also das und wenn die Kommunikation mit den NPC wirklich dann immersiv aus sein soll, dann hast du ja die Kommunikation eigentlich teilweise über die Terminals, wo du hast, wo du dann jedem Kommando geben musst und die machen dann nur in gewissen Rahmen selbstständig. Das wird dann richtig Arbeit. Also da kommst du mehr ins Schwitzen, wie wenn du ein paar menschliche Spieler mit dabei hast, die dann selber agieren können. Also wenn sie es nicht jetzt künstlich begrenzt, indem sie sagen, ja, du kriegst jetzt, wenn du das Schiff hast, kriegst du jetzt maximal 4 oder 5, sondern dass allein schon deine Fähigkeiten, das Mikro zu managen, eigentlich, dass das schon mehr oder weniger so als Führungspersonal für NPCs, das ist ein Skill mehr oder weniger als Spieler. Sie haben gemeint, das liegt an der Größe des Schiffes. Ja, ja, aber du hast irgendwie, das war schon gekoppelt daran und sie haben schon gemeint, dass du jedes Schiff komplett besetzen kannst. Du kannst jetzt nicht überzählige NPCs haben, die dann in gemietete Raumschiffe noch extra irgendwie, also die Anzahl wird angeblich limitiert durch die Schiffe, aber ich bin mir davon überzeugt, davon haben sie auch im ETV vorher geredet, dass sie jetzt noch am drüber nachdenken, wie sie das überhaupt wollen. Ja, das ist ja jetzt eher so, wie ich es jetzt gerne hätte. Also was die sinnvollste Lösung ist, wenn sie das gut hinkriegen, dass es einfach auch eine Art Minigame ist, wo du jetzt wirklich einiges tun musst, um die Leute zu handeln, wenn das so viele sind. Dass es natürlich nicht so wirken darf, ja, die tun ja gar nichts, wenn du nichts sagst, aber es muss halt dann so ein Zeiten, wenn du dir dann nicht bestimmte Befehle gibst, dann handeln die halt so nach 0815 Maß. Zwar ein bisschen intelligent vielleicht, aber halt nur ein gewisses Maß. Und dann bist du halt absolut im Moment nicht effektiv. Und dann ist das Beispiel, was du vorgebracht hast, dass halt ein anderes Schiff dich wegbombt, wenn da ein paar mehr Spieler drauf sind. Und deswegen dadurch und du halt total in Schwitzen kommst, wenn du mehr hast. Also wenn du eine volle Idris hast, dann kommst du halt ständig in Schwitzen, weil ständig hier irgendeine Meldung kommt, Commander, warte auf Befehle, was soll ich als nächstes tun, so auf die Art. Oder jetzt Giacomo schreibt im Chat, man braucht vielleicht auch für jetzt so eine Idris eine NPC-Hierarchie. Also dass du dann sozusagen nur der ersten Schicht an NPCs Kommandos gibt und die dann schlau genug sind, die niedrigeren Level-NPCs dann zu Kommandos zu geben. Müssten sowas bauen, sonst würde es nicht funktionieren. Also war irgendwie, also da hat er schon recht. Bei 70 Leuten geht das nicht mehr auf einem Level. Also vermute ich mal nicht, dass alle 70 wissen, was alle anderen 69 machen. Also das geht so. Ja. Ja, ansonsten hast du das, was Jack gesagt hat. Du wirst verrückt, wenn du 70 NPCs einzeln da. Ja, das ist ja mein Ziel, dass man das eben nicht machen kann, 70. Also, dass es einen ja, genau. Dass es dadurch begrenzt ist, wie viele NPC du hast. Und ja, wenn sie natürlich so eine Struktur da einbauen, dann würde ja die Begrenzung, wo du da einbaust, wieder zunichte machen. Aber natürlich muss die natürlich auch ein bisschen geben, weil in den müssen sie das trotzdem programmieren, weil natürlich in den NPC-Schiffen, die jetzt nichts mit Spielerschiffen zu tun hatten, das natürlich auch so ein bisschen funktionieren muss. Ja, obwohl man natürlich bei den NPC-Schiffen auch ein bisschen tricksen kann, also. Ja, natürlich, aber nicht. Aber wenn man supporten kann jederzeit. Du müsstest ja genau den richtigen Status haben, was da drin abgeht. Je nachdem, was das Schiff erlebt hat, müssten die Sachen dort repariert werden, intern genauso, wie es auch bei einem anderen Raumschiff wäre. Ja, aber das haben sie ja schon gesagt, dass sie diese Simulation der NPCs nicht machen wollen. Also die nur auf dem Makro, also auf dem außerhalb der Game-Server läuft. Okay. Das haben sie ja vor Weihnachten mal irgendwann erzählt. Okay, aber sobald man ins Schiff reinkommt, wird es dann berechnet sozusagen? Oder ja, also es wird sozusagen im Hintergrund, also ohne auf den Game-Servern irgendwo zu sein, wird berechnet, was dem Schiff
was jetzt, wo das Schiff lang geflogen ist und so weiter und wie lange sie jetzt keinen Kampf hatten und wie viel sie jetzt reparieren konnten, da wird alles ausgerechnet. Und wenn das Schiff dann wieder irgendwo auf den Spieler trifft, wird halt dieser Status dann angezeigt für den Spieler. Okay, Aber es ist und jetzt nicht so, dass dieses NPC-Schiff da durch die Game-Server irgendwie fliegt. nee, also im Endeffekt müsste es erst dann ausdetailliert werden, sobald ein Mensch despawnt, Richtig, genau. weil dann erst ist es relevant, was da drin wirklich los ist. So Aber ist zu es. dem Zeitpunkt sind sie schon mittendrin von vielen parallel ablaufenden Prozessen, die dann sozusagen dann einen genauen Status bekommen und auch den NPC, der dann dort steht und das macht, was er tun sollte, entsprechend. Genau, also sie berechnen das im Hintergrund, also nicht auf den Game-Servern, sondern irgendwo in einem anderen Server, der das halt nicht in 3D irgendwie darstellt, sondern einfach nur diese ganzen Berechnungen durchführt. Und wenn dann ein Spieler dieses Schiff da sehen kann, erst dann wird es dann halt sozusagen die Information zu dem Game-Server gegeben und der zeigt das dann alles an. Das ist jedenfalls die Idee, so haben sie das präsentiert vor ein paar Wochen. Also auch noch immer die, also im Endeffekt ja eh die Lösung, die sie Genau, präsentiert haben, so wie ist jetzt Subsumption halt auch funktionieren keine. soll, Genau. überall, nicht nur auf den Schiffen, sondern überall Ja. eigentlich. Auf Stationen, im Verse, von A nach B, egal wo. Okay. Solange keiner hinschaut, ist es nicht relevant, so hart. Richtig. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch was haben wir noch? Ein, zwei Punkte zu NPCs. Also, dann haben wir das Thema, dass die NPCs auf die Spieler reagieren sollen. Und damit haben sie dann wirklich gemeint, die Hygiene des Spielers in Bezug auf Duschen und etc. etc. Also wenn man gerade auf einem Dschungelplaneten war das war ein Beispiel, mit hoher Luftfeuchtigkeit und da ins Schwitzen gekommen ist und also dann da durch den Matsch spaziert ist, wenn man dann auf eine Station kommt, die halt ganz sauber ist, also wo alles Hochglanz ist, dass man dann schief angeschaut wird und auch die Shops einem dann 10% Aufschlag geben und solche Sachen, das wollen sie alles haben. Okay, naja, das finde ich ja eh grandios. Nicht. Am Ja, Anfang ich habe ich finde das. es auch ein bisschen lächerlich. Also, man muss mal sehen. Also, sie haben auch natürlich dann am Ende gesagt, also der Jared hat dann auch gefragt, meint ihr das jetzt gerade ernst oder ist das gerade So ein ein bisschen Scherz? silly, oder? Ich meine, das wäre britischer Humor eigentlich. Ja, und der Todd Pappy hat dann auch gesagt, also wenn man es als Spieler, also sie werden das mal ausprobieren und wenn das die Spieler nervt und sinnlos ist und überhaupt, dann machen sie es wieder raus. Also sie gucken sich das mal an, ob sie so ein System drin haben wollen oder nicht. Aber wie gesagt, das ist ja alles für Ganz dauert ehrlich, noch. es dürfte für mich auf einer Liste von dummen Sprüchen sein, die vielleicht abgelassen werden um die Atmosphäre im Schiff, aber ohne echte Konsequenzen, sondern eher als das pa ein Spruch, der Das jetzt kann zu der auch sein. Situation passt, aber jetzt nicht wirklich, dass er dich jetzt deswegen weniger mag oder dass er deswegen schlechter arbeiten würde. Das würde ich schon ein bisschen, also, Ja. das wäre vielleicht ein bisschen too much in einem Detail, der vielleicht für den Witz gut ist, aber als Spielalltag, ich bin mir nicht sicher. Dann gab es die Frage nach dem Autopiloten. Und da haben sie klipp und klar gesagt, nicht geplant. Also sie haben dann noch gesagt, okay, man kann zwar jetzt in Quantum Travel gehen und das Ziel ansteuern und dann kann man natürlich prinzipiell den Rechner verlassen. Aber dann hat man halt das Problem, wenn da irgendwas passiert, also wenn man rausgerissen wird aus dem Quantum Travel, dann ja, passiert, dann steht man halt dumm rum und wird wahrscheinlich abgeschossen oder geentert. Und was immer der Enterer dann mit einem vorhat, wird dann gemacht. Und dann haben wir noch als letztes, wird man erkennen können, ob man es mit einem NPC oder einem Spieler zu tun hat. Und
Sie sind der Meinung, also sie wollen, also was sie nicht haben wollen, ist jetzt so Nameplates, wie man das aus MMOs kennt, wo man dann direkt sieht, da NPC oder Spieler. Also sie sind der Meinung, dass man es wahrscheinlich am Verhalten erkennen wird, ob es jetzt ein Spieler oder ein NPC ist. Ja, im schlimmsten Fall, wenn es Ingame Voice gibt. Ja, also sie glauben, bei Raumschiffen wird es wahrscheinlich recht schwierig sein, rauszufinden, ob es ein Spieler ist oder ein NPC, aber jetzt beim FPS glauben sie, dass es ziemlich offensichtlich sein wird. Das haben sie auch schon lang gesagt, dass sie das mit den Raumschiffen eigentlich gerne hätten, dass man nicht genau weiß, was drinsteckt. Genau, das Und haben ich sie schon erfahre es auch öfters von der gesagt. Idee ganz cool. Chris ist auch ein Fan von der Idee, glaube ich. Gut, dann kommen wir noch zu den anderen Sachen, die sind so, also kleineren Themen, und dann ganz am Ende sprechen wir dann über Mining. Und zwar haben wir als erstes von den kleineren Themen haben wir Tuning. Und zwar war da die Frage, wenn man ein Item tunet, also eine Komponente, die man in ein Schiff einbauen kann, dass man die dann halt verkaufen kann an andere Spieler. Wie das aussieht. Und da haben sie, na, die Frage haben sie nicht so richtig beantwortet, meiner Meinung nach. Sie haben eher darüber gesprochen, über Tuning. Geht es dann 5 bis 10% kann man da aus dem Item rausholen. Und ja, die kann man dann ins Schiff einbauen. Ob jetzt der Verkauf an andere Spieler dann möglich ist, muss man mal schauen. Aber ich würde mal davon ausgehen, weil das ist ja der ganze Sinn dann dabei eigentlich. Also, Also, dass wir ich haben denn letzte Woche drüber gesponnen. einen Tuning mache von dem, also ich hergehe Als und Job. genau als Job und halt da soll es ja auch irgendwie diese Tische geben, wo man dann so Komponenten Endeavor verbessern und der kann. Beschleuniger dazu, ja. Genau, und Das ist von daher ist das ja auch so eine Art Berufsding, und warum, also ich weiß nicht, warum sie das nicht, vielleicht habe ich es auch nicht, nur nicht ganz genau verstanden, aber Haben Sie das nicht erwähnt oder den ja, die Frage war Hintergrundwinkel Verkauf an eigentlich? andere Spiele, aber es haben sie nicht so richtig, darauf sind sie nicht so richtig zu sprechen gekommen. Ja. Vielleicht ist es, weil Vielleicht die haben sie es auch Endeavor einfach so weit in vergessen. der Zukunft ist. Ja, Also das kann auch sein. gefühlsmäßig ist die Ja. Endeavor halt schon noch Jahre entfernt und da bis dahin werden Sie es genau wissen. Denke ich auch. Dann andere kleinere Sachen haben wir hier. Items, die alles können. Also bisschen übertrieben formuliert, natürlich. Also Items, die jetzt mehrere Sachen ab, also Komponenten, die mehrere Sachen abdecken können. Ähnlich wie bei den Schiffen, die mehrere Sachen können, also Vulkan. Die sind dann natürlich, oder das sollen dann nicht so effizient sein, wie dann Items, die genau für diesen Anwendungsfall gemacht sind. Das denke ich ganz klar. Haben Sie hier nochmal unterstrichen. Dann haben wir die Prospektor. Da war die Frage, ob es möglich sein wird, Mining mit der, also auch mit anderen Schiffen als der Prospektor zu machen, so rum. Und da haben sie gesagt, am Anfang erstmal nicht. Vielleicht gibt es später irgendwann mal Möglichkeiten, dass man auch noch in anderer Art und Weise minen kann, aber am Anfang erstmal nur die Prospektor. Dann haben wir das Thema Rüstung also für die Spieler, also Armor. Und da war die Frage, ob es Armor gibt, die der G-Kräfte besser aushält oder ja, also dass man da mehr G-Kräfte aushalten kann als Spieler. Und ja, das können Sie sich vorstellen. Im Moment denken Sie aber da eher in die Richtung Hitze und Kälte beständig und dann halt also in diese Umwelteinflüsse. Das haben wir ja aus Squadron 42 gesehen, dass sie in die Richtung natürlich jetzt mehr unterwegs sind. So, dann haben wir noch das Thema Abwracken, also Salvage und Reparieren.
Und da haben sie ein paar, da haben sie fünf Phasen genannt, die man beim, die jetzt am, die, die sie vorhaben, beim Thema Abwracken vor allem, also bei Salvaging. Das erste ist die Hülle auseinanderzunehmen, also Stück für Stück. Das soll dann auch zuerst kommen, wenn Salvaging reinkommt ins Spiel. Jesse, wir haben einen Gast hier. Oh ja, danke. Dann haben wir als zweite Phase dann das Aus, also dann sozusagen das Einschmelzen der Hülle, nicht der Hülle, der restlichen Komponenten des Schiffs. Und dann geht es weiter, die Items rauszuholen, also die Komponenten und natürlich auch die Daten aus dem Speicher zu laden. Und dann ist noch ein fünftes, da muss man nochmal genau hinhören, was das genau, da haben sie jetzt von Luft und also Air und Gas gesprochen, aber was man da jetzt genau damit machen kann, das hat sich mir jetzt nicht erschlossen, was da zu machen ist. Das müsste man noch mal, also oh, das kannst du vielleicht am Dienstag noch mal genauer Okay, da drauf genau. eingehen, was da der fünfte Punkt war. Vielleicht den konnte ich jetzt beim einmal durchhauen, war es schwer. Normalerweise beim Abwracken musst du ja, bevor du das Ganze zerkleinerst, die ganzen Flüssigkeiten und die Sachen abpumpen, damit das halbwegs safe ist. Das könnte natürlich sein, dass es um sowas ging. Musst du noch mal reinhören, also Ich werde würde noch sagen, gerne. ja. Und dann haben wir noch als letzten Punkt hier Exploration. Und zwar haben sie ja vorige Woche oder vor 2 Wochen schon mal über Scanning gesprochen. Also ja, dass man Scanner hat, die halt verschieden dann funktionieren und man die dann halt den Bereich um das Schiff scannt und dann hat man kurz und lang. Langes Reichweiten von diesen Scannern und dann sieht man halt da erstmal sozusagen nur was aufploppen, da ist irgendwas und dann musst du halt entweder nochmal einen gezielteren Scan machen oder musst halt hinfliegen oder näher fliegen, um dann mehr Informationen zu bekommen. Also das haben sie nochmal wiederholt. Und dann halt so ein bisschen generell über Exploration gesprochen. Also sie wollen halt gern das, was ja schon lang bekannt ist, dass derjenige, der was findet, dann das auch sozusagen dann erstmal finanziell ausschöpfen kann und sich überlegen kann, will er das jetzt weitergeben an die UEE und damit praktisch an alle oder gibt er es nur in der Gilde weiter oder verkauft er die Informationen an jemanden etc. etc. Also das haben sie wiederholt, was wir schon alles wissen. Also und keine Neuigkeiten zum Infobroker quasi. Da jetzt erstmal noch Okay, nichts, aber das sie sind wir im haben dann Design geblieben. das gut, also was dann gut war im Chat, wurde dann gefragt, wie sieht es denn bei Exploration aus mit dem blinden Quantum Drive? Also einfach irgendwo hinzeigen und Quantum Travel los geht's. Weil das wäre ja für Exploration eigentlich, wie man sich das vorstellt. Der Also Nase nach, ja. so wurde es im Chat gefragt. Und da haben sie gesagt, also so, sie wissen es noch nicht ganz genau, wie sie Exploration machen wollen, aber im Moment ist die Tendenz eher, dass sie diesen Art von Quantum Travel nicht erlauben wollen. Also sie sind sich noch nicht hundertprozentig sicher, aber im Moment ist die Diskussion intern bei ihnen eher in diese Richtung. Sie wollen eher, dass man sozusagen über Missionen, über Info, also Info kaufen, verkaufen und so weiter, dann sozusagen sich dieses Ziel des Quantum Jumps erarbeiten muss sozusagen. Also in diese Richtung denken sie eher, dass man über Missionen und über Gespräche mit NPCs und oder dass man das von anderen Spielern kauft, wo irgendwas ist, dass man sich dann sozusagen erst dorthin bewegen kann. Okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit irgendwelchen Raumschiffen irgendwo geradeaus fliege, damit jemand anderer dann zu mir jumpen kann, dass der dann wieder geradeaus fliegt, dass jemand anderer dann wieder zu ihm jumpen kann,
als Form von Exploring wird dann wahrscheinlich immer realistischer. Okay. Das ist aber ja. Absolut falsch, oder? Also Entschuldigung, das ist schon... Ja, das ist genau jetzt meine Frage. Also ich habe ja auch vorhin geschluckt. Stefan sagt. Kann ich mir so nicht vorstellen. Einen schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Weil Exploration, du bist doch quasi dann der Erste, der da irgendwo aufschlägt und einen besonderen Ort erkennt. Warum sollst du da erst andere fragen? Das heißt ja, du bist nicht der Erste. Ja, also wahrscheinlicher wäre eher sowas, wo ich mir sage, wenn sie jetzt diesen blinden Quantumsprung nicht machen wollen, dann wäre doch eher sowas wie eine Art Langstreckenscanner, der diverse Anomalien findet im Raum. Und dann kannst du damit ihren Punkt errechnen, okay, dort ist irgendwas, was sonst nirgendwo gibt, was ist das? Mal einen Punkt berechnen und dort kann ich dann hinspringen. Das würde für mich mehr Sinn machen, als jetzt, ich muss jetzt auf die Station den fragen und dann muss ich dort noch ein bisschen was machen und dann sagen die mir, spring mal dorthin. Stefan, es kann natürlich auch sein, dass, Jack, du darfst gleich, es kann natürlich sein, dass sie das mit dem Langreichweiten-Scanner gemeint haben. Also das genau, was du jetzt sagst, dass man halt diese Scan-Vorrichtung für so Langstrecke, dass sie damit das verbinden wollen, genau wie du es jetzt gesagt hast. Jack, dann rühr das. Ja, im Grunde wollte ich das gerade aufgreifen, das mit dem Langstreckenkenner, das zählt ja dann auch nicht zum blinden Flug, wenn du dann was in deinem Scanner-Reichweite hast und dann da noch kurz einen Quantum-Travel hinmarsch. Ich glaube, aber da machst du ja den Punkt, setzt du denn ja mehr Dinge. Wenn du den berechnen kannst, denke ich mal, das zählen sie dann nicht mehr als Blindflug. Ja, eben. Sie haben ja gesagt, sie wollen das nicht. Ja. Genau, in dem Fall würde ja dann das Ziel feststehen, oder das? So wie es ausschaut, wird die Endeavour auch in der Hinsicht das Ding sein, weil da gibt es ein eigenes Teleskop, um diese Koordinaten sozusagen zu generieren und zu finden, weil das kann dann kleine Objekte auf, also visuelle Information, also Weltraum ist halt sehr gut ersichtlich, sobald Licht auf etwas fällt, hat es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es dann irgendwann auch gesehen wird und die würde dann mit dem Abstand berechnen, wo sich das Objekt jetzt befindet und diese Koordinate quasi. Das ist aber super komplex. Also wenn sie das System in die Richtung bauen, dass es wirklich dann auf große Distanz Erkennbares gibt, quasi wo man dann hinfliegen kann, dann gibt es eh wieder unendlich Raum und keine Notwendigkeit, jetzt irgendwelche Ketten zu bilden sozusagen. Aber um jetzt zum Beispiel... Irgendwo. Ja, Röders, was halt nicht gern benötigt wird, ist halt einen Blindflug von mehreren Minuten in eine Richtung, wo man nicht kennt. Weil man im Grunde, sobald man die Grenzen vom erforschbaren Raum ist, oder wo nicht so erforscht ist, ist alles freie Feld, wo du forschen kannst. Also allein schon in dem Maßstab ist schon sehr viel für Explorer, glaube ich, zu tun. Deswegen brauchen sie da nicht unbedingt, aber natürlich, ich hoffe mal, dass das auch kommt, dass man das, was man im Sensorreichweite hat, dass man sich dann einen Punkt, einen Quantum-Travel-Punkt setzen kann in deiner Radarreichweite. Das sollte schon sein. Vielleicht einen Punkt, um das nochmal klarer zu stellen, eigentlich der Bereich, wo was ist um die Sonne, die Heliosphäre, wo noch Materie herumdingst, quasi, die wird man im 1:10 Scale relativ schnell auch mit der Quantumreise durchfliegen können. Also dass man, und wenn man dann da draußen ist, dort ist wirklich mal nichts, im Normalfall nichts zu finden. Dort ist interstellare Leere quasi. Und da ist wirklich im Verhältnis zu dem, was um eine Sonne herumfliegt an Objekten, nichts zu erwarten. Quasi. Bedeutet, es ist auch ein Sonnensystem, eine endlich große Kugel quasi, wo mit einem gewissen Abstand gewisse Sachen eher zu finden sind. Also große Gasriesen sind halt weiter draußen und noch weiter draußen sind halt kleine Objekte, die halt sehr lange Umlaufzeiten, die kommen dann alle Millionen Jahre dann vielleicht in die Nähe von der Sonne und jetzt gerade fliegt ein so ein Objekt auf mich zu und ich sehe es und kann es deswegen harvesten, weil ich dann die Koordinate habe, ich kann dann entweder selber hinfliegen, das Ding existiert dann auch wirklich, oder ich gebe dann diese Information jemandem weiter, der dann dorthin fliegt und
die Ressourcen nutzen kann, zu seinem, also weil es gerade auf uns zufliegt halt, weil es halt, halt mit wenig Aufwand halt bekommbar ist. Der Vorteil für CIG ist auch, dass sie sozusagen die kontrollieren, also dadurch, dass man, wenn man es so machen würde, wie wir es uns jetzt gerade vorstellen, dass man scannen muss und dann findet man was und dann kann man dahin fliegen, wenn sie es so machen, kontrollieren sie wieder ganz genau, wo die Spieler auch hinfliegen können. Weil dann, also für Exploration, du kannst dann nicht einfach sagen, ich fliege jetzt hier mal ans Rand des Universums, das geht dann einfach nicht, weil CIG gibt dir da einfach kein Scan-Ergebnis. Also das macht auch das Spieldesign wieder wesentlich einfacher, als wenn man blind irgendwohin jumpen könnte, weil dann müsste CIG überall vorsehen, dass da jetzt das Universum aufhört oder was passiert, wenn du bei einem System immer weiter sozusagen nach rechts fliegst, sage ich jetzt mal. Ja, bis zur Unendlichkeit, noch viel weiter. Stefan? Ich sag, das macht's für sie einfacher. Kann nur gut sein, dann sind sie schneller fertig. Okay, also in dem Zusammenhang, wir haben es ja gerade, Röders hat es auch schon gesagt, wurde noch besprochen, dass man im Moment 41 Minuten braucht, um per Quantum Travel durch das Stanton-System zu kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, es war das Stanton-System. Ja. Und da wurde natürlich auch noch, also im Chat vor allem, drüber diskutiert, ob das nicht zu viel wäre und so weiter. Aber ich sag mal, da gucken wir mal drauf, wenn wir das Stanton-System dann wirklich sehen. Ich denke, dann haben wir da, also wenn das dann im Laufe des Jahres immer mehr reinkommt, das wird nochmal ein Thema sein, wo wir dann vielleicht Ende des Jahres mal mehr drüber diskutieren müssen. Ja, dann hast du ja auch wirklich einen Anhaltspunkt. Ja? Genau. Weil dann hast du ja, wenn alles klappt, auch Planeten, die weit voneinander entfernt sind. Genau, und dann muss man sehen, fühlt sich das an. Sie müssen ja auch überlegen, wie oft kommt das Interdiction und so, wie oft sieht man Scanner-Ergebnisse und so weiter. Das werden wir dann, denke ich mal, Ende des Jahres besser bewerten können. Dann haben wir jetzt die Sachen alle durch. Und dann können wir jetzt zum letzten für heute kommen. Das ist Mining. Da arbeitet der Kollege Dan gerade dran. Und zwar fangen wir hier mal an beim Mining. Sie wollen, also das Erste, was sie sich auf jeden Fall auf die Fahnen schreiben wollen, ist, dass man Mining, also Bergbau, nicht so macht, wie es in vielen Spielen ist. Man geht irgendwo hin, wo man sieht, okay, da kann ich jetzt was minen, kann ich jetzt was abbauen, und dann drückt man auf einen Knopf und dann wartet man eine gewisse Zeit und dann kriegt man die Ressourcen einfach so aus dem Stein raus und dann verschwindet der Stein und eine Stunde später oder eine halbe Stunde später spawnt das Ding wieder und dann kann der nächste drauf drücken. So etwas wollen sie nicht machen. Was ihnen vorschwebt, ist, dass man den Fels, also Asteroid oder auf einer Planetenoberfläche, wo auch immer, dass man den mit Energiestrahlen beschießt, also mit einem Laser sozusagen. Und man muss austarieren, wie viel Energie man in diesen Laser reingibt. Also mit wie viel Energie man den Stein beschießt. Und das darf nicht zu wenig sein. Und es darf natürlich auch nicht zu viel sein. Und was ihnen vorschwebt, ist, dass es dann halt dass es dann halt immer wieder Spikes gibt, die man dann ausgleichen muss, wenn man diesen Bergbaulaser dann verwendet. Dass es dann schwieriger ist, weil die besonders wertvollen Sachen dann die Tendenz haben, leider dann zu explodieren und dann halt das Zeug verpufft, was man eigentlich gerne hätte, sozusagen. So sieht es aus. Und dann, also das wäre jetzt sozusagen die erste Ausbaustufe, dass sie jetzt am Anfang, wenn es dann reinkommt dieses Jahr, das ist jedenfalls der Plan, dass dann eben diese Spikes erstmal sind. Die sind auch erstmal sozusagen unabhängig von dem Material, was da in dem Stein ist, sondern die kommen halt einfach zufällig. Gibt es halt immer wieder Spikes bei dem Energieausstoß.
Und was sie dann nächstes Jahr machen wollen, ist dann halt solche Sachen, dass im Boden dann halt verschiedene Elemente drin sind, Gaskammern und alles, was man halt beim normalen Bergbau dann hat, dass sowas dann dazu kommt, dass man dann halt noch mehr Variationen hat und noch mehr Schwierigkeit dann hoffentlich auch, was dieses Abbauen dann betrifft. Kennst du Oil Imperium? Das ist ein sehr altes DOS-Amiga-Spiel. Sagt mir nichts, glaube ich. Ja, das Amiga, okay, das ist eine Weile her. Da hast du den Druck und da bist du durch verschiedene Schichten gerattert quasi und hast halt versucht, den Zeiger in der Mitte zu halten. Das war eines der besseren Minigames, die ich je gespielt habe. Und da mal eine geupdatete Version zu haben in der Hinsicht, wo da noch ein bisschen mehr passiert, auf das freue ich mich echt schon, das selber auszuprobieren. Kann ich nur beipflichten. Zum Glück machen die das so. Ich weiß ja nicht, wer von euch alles diverse Sachen gespielt hat, wo man einfach bloß auf Mining drückt und dann sitzt man 2 Stunden, glotzt auf Furchtbar. seinen Desktop und wartet, dass da irgendwas passiert. Das Geräusch, dieses Klopf, Klopf. Und dann irgendwann kommt dann wieder was im Inventar und dann freut man sich, ah, ein guter Drop oder ein schlechter Drop. Das war noch die maximale quasi Abwechslung, dass man vielleicht manchmal einen und dann vielleicht dann noch 2 Steine bekommen hat, pro Klopfen quasi. Also hat eher so Pachinko-Style irgendwie, wo man dann oben einfach nur, man haut oben Kugeln rein und wartet, wie viele unten rauskommen. Aber ja, es hat auch was Meditatives natürlich, aber ich glaube, es sollte ein Action-Game werden, ja, irgendwie. Meditation, da können wir andere Spiele haben. Ein skillbasierendes und nicht nur Glücksspiel. Ja, also skillbasierendes Spiel, das ist genau, wo sie hinwollen. Ja, das habe ich schon gesagt. Also dieses Minigame soll halt nicht jetzt irgendwie, also generell im gesamten Spiel wollen sie jetzt nicht Minigames machen, nur weil da halt ein Minigame hinpasst, sondern diese Minigames sollen dann halt immer wirklich auch zu diesen Aktivitäten passen. Also jetzt in diesem Fall halt diesen Laser mit der Energie entsprechend da richtig einzustellen. Nicht vergessen, die wollen da eine Voxel-Engine verwenden. Bedeutet, wir können die Asteroiden beliebig auseinanderschnetzeln und die sind dann weg, wenn wir sie weggeballert haben, quasi. Und dann ist halt dort nur noch Kies und Staub, wo vorher ein riesen Asteroid war, vielleicht. Wenn man mit der Orion, also da gab es ja das Designkonzept, da wird das ja dann eher so hineingefuttert quasi und hinten bleiben Kieselsteine zurück, so auf die Art. Da bin ich ehrlich gesagt sehr gespannt darauf, wie sie das Ganze dann machen. Erstens gerade mal so eine Orion, wo du 5 Leute hast, die brauchen ja alle eine Aufgabe, nicht dass einer Die bloß haben am sie alle Mining ist. genau definiert, die Aufgaben. Das war ziemlich cooles Design eigentlich. Ja, ob's dann letztendlich so wird, ist halt die Frage. Und das nächste Ja. ist spawnen dann einfach Asteroiden nach. Nein, eben nicht. Dazu Eben nicht. kommen wir Aber gleich das war das noch zu. Originaldesign. Vielleicht haben sie es geändert, Jess. Sie Nein, haben es nein, geändert. hat sich absolut nichts geändert Okay, daran. verbrauchen. Ja, sehr gut. Und Danke. zwar, also sie haben nochmal aufgezählt, das ist so der letzte Punkt von meiner ersten Seite hier, deswegen machen wir den noch schnell, dass sie damit planen, Erze, Gas, aber auch auf Planeten irgendwelche Oberflächen, dass man also Sand und solche Sachen, ich weiß nicht, ob es Sand war, was sie gesagt haben, aber sie haben halt von der Oberfläche der Planeten gesprochen, dass man da was abbauen kann. Also es gibt da sozusagen ein ganzes Sammelsurium an Bergbau und jetzt nicht nur, dass man irgendwo in einem Felsen oder Asteroiden was rausholt, was sie sich da vorstellen. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, und zwar wurde dann die Frage gestellt, kann man die Stelle, an der abgebaut wird, wirklich komplett ausschöpfen? Und das haben sie bejaht. Also ist genauso, wie sie das bisher auch gesagt haben. Okay, aber bei der Prospektor haben sie eigentlich gemeint, ja, da haben wir so Salze, die dann halt wieder nachrinnen, nachkristallisieren und dann ist es wieder da. Von dem haben sie sich auch jetzt verabschiedet. Also, Weil das war noch sie so ein haben das jetzt Überbleibsel von hier Respawning, war noch drin nicht, quasi. haben das hier jetzt nicht nochmal gesagt, aber sie haben natürlich Ich gesagt. glaube doch, irgendwas,
habe ich gemeint zu hören, dass sie was gesagt haben. Also sie haben sich anbieten. Ja, ja, sie haben jetzt, sie haben natürlich gesagt, also sie haben dieses komplett, dass jetzt eine Stelle komplett abgebaut ist. Das haben sie auch mehr in dem Zusammenhang, wenn man jetzt sozusagen einen Fehler macht beim Bergbau und das Ding explodiert. Eher in diesem Zusammenhang haben sie das jetzt gestellt. Aber generell habe ich das schon so verstanden, dass man das komplett auch ausschöpfen kann, eine Quelle sozusagen. Ich muss mal blöd fragen, gab es schon eine Info in der Richtung, kann ich mich, wenn ich das unbedingt will, durch den Planeten durchgraben? Dann Loch reinmachen? Das wurde, glaube ich, schon mal gefragt, ja. aber sie haben, glaube ich, schon zu den Höhlen, die es geben sollte eigentlich auf dem Planeten, haben sie schon gesagt, naja, da müssen wir mal gucken, ob wir sowas machen. Also von der jetzigen Tech bei Planeten nicht, bei Asteroiden ja. Sie haben gemeint, die anders aufgebaut sind. Genau. Es gab mal ein Update, wo sie gemeint haben, es könnte theoretisch möglich sein, dass sie mit dieser Tech, die sie jetzt für die Städte haben, auch Höhlen bauen können. Ja klar, also man kann natürlich also, Höhlen bauen, das ist jetzt nicht, aber... Würde noch funktionieren mit der restlichen Tech. Genau. Ich glaube, wie sie es machen wollen, sie wollen Voxel halt auf die Planeten setzen, aber man sieht ja jetzt schon, dass das Innere der Planeten ist eigentlich hohl. Und wenn sie da nichts reinsetzen, dann kann man da auch nichts abbauen. Also deswegen... Auf die also Grundstruktur bauen sie dann irgendwelche Voxel und die kannst du abbauen und wie die dann leer sind, dann kommst du nicht mehr weiter. Also versteht mich nicht falsch, ich bin froh, wenn es nicht machbar wäre, weil dann gibt es definitiv irgendwelche Blödmänner ja, da. Erstmal schön, guck mal, mach Schweizer Käse. Obwohl es vielleicht auch ein cooles Experiment wäre, so ein Gaming-Experiment. Okay, also. Vielleicht eine Mond, wo das Käse besteht. Dort ja, also vielleicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dann irgendwann, also wenn wir ganz weit mal in 10 Jahren sowas aus Spaß mal machen und sagen: Hier, dieser Planet, den stellt die UEE jetzt frei und der ist komplett ausgefüllt mit Mineralien und ihr könnt da einfach durchgraben und irgendwann ist er halt weg. Oder bricht auseinander. Kann man ja dann innovativ sein, was die Spieler draus machen. Du musst aber auf alle Fälle viel Tech dafür noch extra bauen, ja, damit so ein Szenario jetzt, funktionieren ich kann ja überhaupt nur. Ja, ich habe ja gesagt. Cool, ja. Wer weiß, vielleicht ist ja die Methode, die Vendul zerstören, aber die sind ja keinen Planeten. So nicht wie bei Calvasi. Ich muss trotzdem nochmal nachfragen, weil ich mich damit noch nicht so beschäftigt habe mit dem ganzen Mining-Geschichten. Wenn ich jetzt wirklich, sagen wir mal, einen Asteroiden abbaue, in so, sagen wir mal jetzt Beispiel Jela. Mhm. Na, ich finde da was, baue das ab und der verschwindet. Bleibt ein bisschen Kiesel übrig, alles gut und schön, sieht bestimmt toll aus. Die Frage ist dann irgendwann mal, wenn dort genügend Leute sich dran vergangen haben, der ganze Asteroidengürtel weg oder tun die das dann irgendwie wieder nachspawnen, sodass weiterhin ein Asteroidengürtel bleibt? Nee, du musst dir das so vorstellen, also so habe ich es bisher verstanden, dass das halt nicht in jedem Asteroid des Gürtels dann was Abbaubares drin ist und somit können sie halt sagen, okay, ein bestimmter Teil des Asteroidengürtels bleibt eh immer bestehen. Ja, weil das würde ja letztendlich heißen, je länger das Spiel geht, irgendwann ist nichts mehr übrig. Genau, das müssen sie ja auch verhindern. Also das kommt ja doch an, was von der Menge. Sie können jederzeit ein neues System finden mit diese Wurmlöcher bieten wirklich das kommt auch noch dazu. Ja, du kannst jederzeit, wenn es nur ansatzweise problematisch wäre, ein neues System spawnen, wo einfach noch nie jemand drin war. Dort gibt es nur prozedural generiert, also mit dem Pinsel gemalte Landschaften und Monde und Dinge, die halt mit dieser Tech generiert werden und einfach dann vielleicht im Detail, aber dort braucht man dann keine Stationen hinstellen, dort gibt es noch keine Stationen. Dort kommt man vielleicht an Stationen hin in weiterer Folge. Aber wie das dann passiert dort, ist dann die Geschichte, die in der PU passiert und nicht mehr History, sondern das, was wir dann erleben und erspielen werden. Ja gut, ich hatte eigentlich eher gedacht, die machen das so, ich meine, die Asteroiden in einem Asteroidengürtel müssen ja irgendwo hergekommen sein und es müssen ja irgendwann immer mehr geworden sein. Also könnten sie das ja auch wieder irgendwie so einbauen, dass da in die Umlaufbahn eintritt und dann dort verweilt. Asteroiden werden nicht mehr. Normalerweise, also im echten Ding. Die werden nur mehr, wenn gewisse Sachen passieren, die etwas größer sind, wie. Ja, eben. Das stimmt natürlich. Relativ stabil in der Hinsicht. Ja. Also, es kann ja mal eine Sonne explodieren und zum dann. Das wäre ein cooles Event. Ja.
wie wir in Spotted 42 gesehen, also in der Demo gesehen haben. Das war ja eigentlich auch ein. Ja. Was war das? War doch eigentlich auch irgendwie so ein. Ja, was weiß ja, ich, das war da irgendein. Ah, ich weiß jetzt auch nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall irgendwas mit der Sonne. Irgendeine ja, ja. Art. Ja, klar. Also unser Sonnensystem existiert, hat nur deswegen Eisen, weil in der Nähe einer Supernova das Eisen und das ganze Metalle alles, was schwerer ist, in das neu entstehende Sonnensystem hineingeschleudert hat, quasi. Ziemlich krasse Geschichte. Also, das ist ja auch der Punkt, wo man sagen kann, theoretisch ist das schon. Diese großen Sonnen leben ja nur so kurz. Bedeutet, diese super riesengroßen Dinger sind ja, die bieten ja nicht die Möglichkeit quasi, dass dort Leben entsteht. Also nur in einem Sonnensystem wie bei unserem ist die Sonne so lange stabil, dass jetzt hier nach 4 Milliarden Jahren sich grob das Menschen gebildet haben, die intelligent sind quasi. Und dass nicht jedes Sonnensystem mit Materie hat quasi, das trauen sie sich vielleicht ein bisschen wenig, aber im Großen und Ganzen. Ach, wir haben doch 100 Sonnensysteme, da kann man in jedem schon irgendwas Cooles einbauen. Also ich glaube, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ich denke auch, dass da die Rule of Cool wichtiger ist als die astronomischen Erkenntnisse und sonstige Sachen. Und vor allem könnte das ja balancen, wie stark jetzt eine Rhine-Laser überhaupt, wie schnell der so durch so einen Asteroiden durchkommt und wie schnell der. Und wenn der nur langsam durchkommt, dann reicht das ziemlich lang. Also allein schon das Jella-Asteroidenfeld, ich glaube, da sind ein paar Rhines ganz schön lang beschäftigt, bis sie das mal abgebaut haben. Ja gut, da kann ich nicht mitreden. Ich bin noch nie so der Mining-Fetischist gewesen. Ich kann das immer nicht so richtig nachvollziehen. Aber wenn das manchen Leuten Spaß macht, da eine Stunde lang an so einem Steinchen rumzuballern und da irgendwas rauszuholen, okay. Ich hoffe einfach nur, dass das zum Beispiel bei einer Orion auch wird für die ganze Crew von, sagen wir mal, 5 Mann spannend bleibt. Du darfst nicht vergessen, die haben ja auch Drohnen. Die Hauptaufgabe ist ja auf der einen Seite das Einsammeln. Das werden, glaube ich, 3 Leute machen. Mit dem der Scanning, der den Beam operiert. Und wahrscheinlich wird Scanning und Beam zusammenkommen. Und dann der eine, der das Zeug reinschaufelt mit dem Beam quasi. Drinnen wird jemand sozusagen die Erze, die reinkommen, weiterverarbeiten. Und da hast du wahrscheinlich vielleicht auch Optionen oder Möglichkeiten, das zu machen. Das wird dann ein Job sein. Und dann der nächste ist eben der Typ, der mit den Drohnen herumfliegt und Ausschau hält und Asteroiden scannt, die potenziell gemeint werden, quasi, weil es macht schon höchstwahrscheinlich Sinn, punktuiert die Asteroiden zu meinen, weil etwas drin ist, quasi, was man gefunden hat, und weil du musst ja, die Erde ist ja verteilt, quasi, also die Asteroiden sind ja dann locker herumfliegend, quasi, du musst ja nicht alle ab, du musst ja dich nicht durchgraben, sondern du holst dir das heraus, wo deine Zeit den höchsten Profit auch liefert quasi in dem Zusammenhang. Ja, also das, es ist schon, ich gehe mal davon aus, dass, so wie sie das Design erklärt haben, dass das einer der interessanteren Jobs wird, die man im Spiel machen kann, die jetzt nicht kompetitiv sind eigentlich, sondern eher, ist hier in der Runde einer meiner dabei, der gerne sowas macht? Ich werde es auch ausprobieren. Ich werde so viele Sachen ausprobieren. Also. Ja, ausprobieren, ja. Das ist klar. Das wird sich zeigen. Also ich werde am Ende das machen, was Spaß macht. Im Moment würde ich eher sagen, ich tendiere mal mehr zu Exploration. Also Terrapin, habe ich ja vorhin gesagt. Das könnt ihr mir gut vorstellen. Machen wir doch einfach mal ganz kurz. Chris, wo siehst du dich am ehesten, was die Berufe angeht? Ich würde auf jeden Fall niemals an irgendwen Steinen rumnuckeln. Ja, gut, alles andere machen. Sympathisch. Okay. Jake, bei dir? Eigentlich mehr Richtung Kampf oder Fliegen, also aber natürlich vielleicht auch mal einen Transport machen oder vielleicht auch mal ein Mining-Schiff, aber
Ich glaube eher der, der außen rumfliegt und beschützt, als der, der, wie Chris schon sagt, dran rumgräbt. Aber mal schauen, was, wie es Spaß macht. Aber im Grunde das, was Spaß macht. Vielleicht auch in Richtung Piraterie bestimmte Sachen, aber mal gucken. Ja, Röders, bei dir? Ja, ich habe schon mal angemerkt, also ich habe jetzt zurzeit kein Mining-Schiff jetzt direkt im Besitz oder so, aber ich würde es auf alle Fälle gern ausprobieren und machen, aber ich glaube, dass mir das rundherum quasi ja wahrscheinlich dann mehr Spaß macht. Aber jetzt, ich bin jetzt nicht, ich habe gemeint in Spielen schon, also ich glaube, ich habe das hinter mir ein bisschen. Aber ich habe Sympathie für den Job und ich hoffe, dass es eben nicht nur ein Lucky Game ist, sondern eben etwas ist, wo man dann etwas auf der Spur, auf der Fährte sein kann, also wo man etwa, wo man Mineralien findet, die Indizien sind, ah, jetzt in der Nähe, da könnte was sein. Die Struktur ist so zerbrochen, der Computer zeigt einem an, okay, schau in die Richtung, dort und dort, es gibt eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, was zu finden, dass es nicht nur ein plattes Kennen ist, sondern auch etwas mit einer Wetterlage, mit einer Prediction zu tun hat. Also ich hoffe, dass es eben nicht so flach ist. Also du hoffst, dass es wirklich, dass es am Ende was Cooles wird und halt nicht. Stefan, bei dir? Random. Ich hoffe auf eine ordentlich ausgebaute Schmugglermechanik. Also alle... Ja, so quasi Millennium-Falke. Genau, du schmuggelst dich selbst. Ja, so nach dem Motto. Ja, das ist cool. Das hast du halt in keinem Spiel bis jetzt so richtig. Also richtig ausgebaut. Das ist richtig. Okay, also, dann lasst uns hier noch die letzten Punkte vom Mining fertig machen oder abschließen. Und haben sie noch, also der Kollege arbeitet ja gerade am Mining und da hoffen sie halt, dass es für, ich glaube, 3.2 schaffen. Und er hat halt nochmal, also er ist halt vor allem, also man sieht, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, wenn ihr das da bloß ohne Ton seht, aber er ist halt wirklich, was Mining angeht, richtig dabei und er sagt halt, das ist halt der Beruf, wo die ganzen Rohstoffe für alles andere, was danach kommt, dann halt gesammelt werden. Also die, man muss auf Mining und was da an Rohstoffen rauskommt, baut dann natürlich jeder an alles andere, was sie danach haben, dann auf. Also das also diese Wirtschaftsknoten, die dann, also Nodes, die Schiffe produzieren. Und das ganze System oben drüber baut sich halt darauf auf. Und ja, das finde ich halt ziemlich cool, dass er das jetzt sozusagen bauen kann. Dann, ja. Er ist Fan seiner Arbeit. Auf jeden Fall, das ist richtig. Und dann als letztes noch kam die Frage, was ist eigentlich beim Mining, wenn ich jetzt irgendwo hinfliege, will dort was abbauen und da ist schon jemand und baut da an der Stelle ab, wo ich was abbauen wollte. Und wie sieht das aus? Hat derjenige, der zuerst kommt, dann sozusagen das Recht da drauf? Darf ich den dann abschießen und dann an seiner Stelle? Oder schieße ich ihn an und er ist dann besser als ich und schießt mich ab? Wie sieht das dann mit der UEE aus? Würde die dann eingreifen in solchen Dingen? Und da haben sie gesagt, im Moment ist es so, dass es sozusagen freiwillig ist. Also auch im OEE-Raum würden sie jetzt am Anfang erstmal sagen, ja, wer der Stärkere gewinnt. Und was sie sich aber für später vorstellen, ist eher, dass man sozusagen diese Claims dann abstecken muss. Also man will irgendwo Mining sozusagen dieses Gebiet für sich haben, dann muss man diese Claiming, diesen Stab oder dieses Item haben, muss den dahin hinstellen und dann zur UEE rennen und sagen, hier, ich will das kaufen. Und das ist ihre Mechanik, die sie jetzt sozusagen für die nächste Zeit haben wollen, dass man sozusagen das
Mining, also dieses Stückchen Land dann für sich haben kann. Und dann würde einem die UE helfen. Ja, das war auch Sinn eigentlich vom Claiming. Genau. Vom Mechaniken. Also. Genau. Ja, okay, dann war der letzte Punkt hier zum Thema Mining. Noch ein bisschen Pioneer reingestreut dann. Okay, ja. Aber dann... Sie nicht, Stationsminen haben Sie nicht erwähnt, weil Sie die Claims angesprochen haben. Nein, also Sie haben dann gesagt, man kann dann auf diesem Claim, also in diesem Gebiet, das einem dann gehört, kann man natürlich dann abbauen, wie man will oder die Rechte auch weitergeben. Ja, und wenn dann jemand... Über Ihre Mining-Drohnen haben Sie nicht geredet, oder? Nee. Über diese Drohnen, Spinnen, wo wir da mal 10 haben. Über Drohnen wüsste ich jetzt, hätte ich jetzt nicht... Ganz gehört. Ehrlich, mich würde sie in keinster Form wundern, wenn dann nicht auf einmal irgendwann ein Konzept-Sale kommt über ein Mining-Fahrzeug. Also ja, ein Bodenfahrzeug würde ich auch noch erwarten zum Thema Mining. Auf jeden Fall. Wir haben da mal diese spinnenartigen Viecher zählen, die da auf diesen Asteroiden rumsprungen sind. Richtig, stimmt. Ja, aber gerade da würde ich eher ein geologisches Fahrzeug erwarten, das was dann wirklich eher wie ein Panzer ausschaut, weil es dann so Schallwellen in den Boden stampft quasi. Und dann die Reflexionen dazu verwendet, zu analysieren, wie das Erdreich ist quasi und wie das da drunter ausschaut, welche Steine das sind und hin und her. Das geht schon relativ präzise eigentlich mit Druckwellen quasi da. Naja, wurscht. In die Richtung könnte es. Aber wurscht, das wäre meine Vorstellung, wenn es in die Richtung geht. Aber ja. Chromschröder fragt noch eine wichtige Frage. Da kann man denn den Claim auch auf Asteroiden dann machen? Weil das müsste ja dann, das ist ja dann notwendig, wenn man das System so haben will. Auf 4 Kilometer großen Asteroiden würde es Sinn machen. Ja. Also, aber davon haben sie eigentlich jetzt nichts gesagt. Dieses Claiming war eigentlich nur für Planeten und Monde gedacht. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich denke mal eher, bei Asteroiden wird es zumindest erstmal so sein, wer zuerst kommt, mal zuerst. Genau. Das meinten sie wahrscheinlich auch. Und dann haben sie Claiming reingebracht und haben wahrscheinlich das nicht zu Ende gedacht, dass man auch an Asteroiden denken muss. Aber das ist ein guter Punkt. Vielleicht kommen da extra Claims noch rein, weil ja, auf dem Planeten sind 8 Kilometer viel, aber in einem Asteroidengürtel sind, glaube ich, 8 Kilometer gar nichts. Gar nicht. Also ein Asteroiden sind 8 Kilometer nur weniger. Ja, vor allen Dingen, wenn du musst ja auch bedenken. Ja, aber du hast auf 8 Kilometer Planet mehr Fläche, wo du was abbauen kannst mit Bodenfahrzeug, also in Bezug auf das, was du als abbauendes Werkzeug hast, wie wenn du mit der Orion irgendwo rumfliegst und da halt einen Asteroid hat, du zerstörst dann ja mit der Orion ziemlich viel Material und auf dem Planeten bohrst du ja eher gezielter normalerweise. Mhm. Das Abbauen im Weltall müsste bedeutend einfach sein wie auf dem Planeten. Ja, stellt euch einfach mal vor, jeder hat die Hälfte von einem Asteroiden und wer schneller meint, kann bei dem anderen durchmeinen. Das ist ja auch Käse. Ja, die Asteroiden sind ja komplett abbaubar. Ja. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Ja. Ich glaube, dass man die nicht claimen kann. Sie haben gemeint, man könne auf Monden und auf Planeten in speziellen Bereichen, wo es vorgesehen ist, kann man Claims machen. Und die Monde sind halt schon absehbar, weil das sind jetzt nicht, die finde ich, ich habe einen Mond gefunden. Ich glaube, auf dem Mond habe ich etwas dann wo gefunden und die sind so groß, dass ein Claim dann auch wieder Sinn macht. Aber auf Asteroiden macht das... Den Asteroiden, das fällt mir gerade ein, das habe ich wahrscheinlich vergessen aufzuschreiben oder ich habe es jetzt übersprungen, mir habe es jetzt nicht gesehen. Und zwar haben sie gesagt, zu dem Thema noch, wenn man auf die gleiche Stelle zwei Leute nebeneinander den Laser halten, dann müssen die sich natürlich absprechen. Und wenn sie das nicht tun, dann können sie auch beide explodieren, weil dann natürlich viel mehr Energie in dieses Ding reingepumpt wird. Ja, genau. Ja. Das finde ich eine richtig gute Mechanik. So, und natürlich auch die andere Seite. Manche Stellen kann man alleine mit einem Schiff nicht abbauen, weil der Laser nicht stark genug ist und man braucht noch ein zweites Schiff, also eine Prospektor,
um dann genug Energie zu haben, um das richtige Niveau zu erreichen. Das war dann die andere Seite noch davon. Zwei Prospekte. Also ich habe es zwar gehört, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Haben die gesagt, galt das jetzt nur für, ich sag mal, Low-Level-Mining-Schiffe oder auch wirklich für die High-End-Dinge? Also sie haben jetzt da von der Prospektor gesprochen, wenn ich das jetzt richtig... Ich glaube schon. Weil bei einer Orion, dass die jetzt zu wenig Power hat, das wäre dann schon so ein bisschen merkwürdig. Die kann ja wieder nicht landen. Die war ja nie für Mond-Mining gedacht. Da hatten, ich meine... Das hat sich nicht geändert, was ich weiß. Ja, soweit ich weiß, ist die Orion schlicht und einfach Asteroidengürtel, Mampf, Mampf, bis er weg ist, am besten. Ja. Gut, dann sind wir am Ende für heute. Röders, wollen wir über das Thema Punkt von Anfang noch mal sprechen? Ganz kurz vielleicht den Punkt, ich meine, ich wollte fragen, ob du vielleicht Zeit hast nächste Woche. Oder ich meine, eigentlich war ich noch zu guter Stimmung, ob das Thema wieder anzureißen. Eigentlich. Okay, wir können auch, ich kann auf jeden Fall, also so 21 Uhr am Dienstag schaffe ich, müsste ich eigentlich schaffen. Cool, dann werde ich das einfach mal da, ein kleines... Wenn ich dich dazu befragen darf, oder ich hoffe, ist das nicht unangenehm, darüber zu sprechen? Was jetzt genau? Um was intim ist, wir reden. Ja, wenn ich so ja nicht ganz. Also wir euch kurz allein lassen, oder? Nein. Ich frage mich jetzt auch gerade, weil wir haben doch. Das klingt so, wie er dich fragen würde, ob er dich irgendwie ansteckt hat mit irgendwas hier so haupt. Nee, es geht um die Sache, dass Jesse hat eine Pause gemacht. Und ich war urfroh, wie er wieder gekommen ist. Und ich denke, viele andere waren auch froh, dass er wieder gekommen ist. Und dass er jetzt aktiv die letzten, weiß ich nicht, Monate, halb, über ein Jahr jetzt wieder, dass wir da wieder mit Star Citizen Spaß haben können und wieder so reden können, mit der gleichen Freude wie zu Beginn, wie ich mit Star Citizen begonnen habe, wo halt noch so mega, wirklich positive Stimmung durchgehend war, dass wir das trotzdem irgendwie auf die Reihe kriegen, uns das nicht madig reden zu lassen, auch wenn man mal eine Pause macht und dann wieder und nicht alles abbrennt, nur weil einem jetzt etwas nicht gefällt. Und einige haben die Tendenz, dass sie halt dann selbstzerstörerisch werden, weil das, was ihnen gut gefallen hat, ja nicht das ist. Und jetzt ist der Moment gekommen, alles ist vorbei und dann wird es sehr, sehr ungustiös teilweise. Und dass man vielleicht, wenn man sowas erlebt, dass man dann wirklich sagt, es gibt eben Beispiele, wo Leute quasi keinen Bock, keine Zeit hatten in dem Kontext und wieder kommen können. Und auch jeder andere, der sich entscheidet, eine Pause zu machen, ist immer wieder willkommen, wenn er wieder Bock hat auf das Spiel. Weil irgendwann wollen wir ja, dass sie auch dann spielen, das Spiel, wenn es dann draußen ist. Und das wird halt erst irgendwann einmal in absehbar waren Jahren sein und nicht in Tagen, Monaten, Stunden, Sekunden oder irgendwelchen kleinen Zeiteinheiten, wo man sagen könnte, ja, übermorgen, nee, ist es eben nicht. Und die meisten, die hier dabei sind, die wissen das eigentlich schon seit Jahren. Und ich fand das einfach positiv, wie Jesse. Was? Oh mein Gott, ich dachte, das kommt nächstes Jahr raus. Nein, okay. Es kommt ein neuer Patch nächstes Jahr oder der folgende Patch ist zu dem, den wir dieses Jahr bekommen werden, irgendwann noch einmal. Wir werden sicher noch einen großen Patch dieses Jahr bekommen, aber ob das jetzt zwei große Patches werden oder drei, wie Sie sagen, das will ich nicht diskutieren, da weiß ich jetzt schon die Antwort. Aber Entschuldigung. Okay, also ich glaube, wir haben es verstanden. Also am Dienstag wirst du mich sozusagen interviewen zum Thema, warum hast du eine Pause gemacht und hat dir das geholfen oder wie war das und so weiter. Ja, das ist einfach davon, dass es einfach Menschen gibt, die da sind, obwohl sie auch mal eine Zeit lang nicht da, also das ist einfach dass es nichts Außergewöhnliches, sondern eher der Normalfall ist oder der gesunde Umgang ist, weil es gibt einfach manche, die sind super mega drauf und dann
ist alles Katastrophe, weil der nächste Patch das nicht kann. Und ja, Röder auch ist die aber können bei wiederkommen, Interview meiner Meinung nach. Muss auch Jesse dann auch reden lassen, ne? Okay. Ganz fix unterbrochen. Danke, Jack, für den Hinweis. Das macht ja nichts Sinn. Okay, also. Wir sind gespannt, wie viele Minuten es am Ende werden für mich. Ja, also nein, das war natürlich nur ein Spaß. Also, das war's für heute. Ja, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ihr könnt natürlich, wenn es euch gefallen hat, wie immer gern die entsprechenden Button klicken bei YouTube und bei Twitch. Ansonsten, wie immer, gerne jetzt Feedback im Chat. Da werde ich jetzt noch so 10 Minuten mitlesen und ja, wenn ihr Feedback habt, dann schreibt einfach. Und ja, das war's für diese Woche. Am Dienstag, wie gesagt, dann bei Röders 20.15 Uhr und ich werde dann später dazukommen. Und ansonsten dann wieder nächste Woche Freitag, 20 Uhr. Und ja, dann schönes Wochenende und bis die Tage. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.